Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Nehmen Sie Platz und kommen Sie rein. Alle, die mich draußen jetzt nicht hören, kommen Sie gerne noch rein und hören Sie zu. Also herzlich willkommen. Schön, dass wir heute alle gemeinsam die Agrarökologie stärken werden. Es ist Grüne Woche und das Bundeslandwirtschaftsministerium hat zum Global Forum for Food and Agriculture eingeladen und Agrarpolitiker aus der ganzen Welt sind dorthin gekommen. Und eigentlich wünsche ich mir, die würden jetzt alle zuhören, was wir jetzt zu sagen haben, weil ich glaube, es ist ein Thema, was auch alle Agrarpolitiker beschäftigen sollte. Es sind ganz viele Gruppen und Organisationen aus der ganzen Welt, die eine andere Agrarpolitik fordern und andere Prinzipien, nämlich die Prinzipien der Agrarökologie. Und deshalb haben viele Organisationen in Deutschland, nämlich einmal Brot für die Welt, die Heinrich-Böll-Stiftung, wo wir heute sind, die Organisation IFORM, also der Weltdachverband der Bioverbände, das Netzwerk INCOTA, Miserio, Oxfam Deutschland, die Schweißfurt-Stiftung, die Welthungerhilfe und das World Future Council. Die haben zusammen gesagt, oh, Sie dürfen allen einmal applaudieren, nicht nur einer Gruppe. Die haben heute eingelernt zu dieser Organisation und ich habe auf dem GFFA eben schon gehört, alle gehen rüber zur Böll-Stiftung und wollen das nicht verpassen, obwohl dort ganz viel Programm ist. Die haben eingeladen, um Agrarökologie zu stärken und um ganz viele wunderbare Beispiele aus der ganzen Welt zu präsentieren und um dann zu fragen, was heißt das jetzt für Agrarpolitik und welche Policies brauchen wir, um damit weiterzukommen. Von den vielen guten Beispielen dazu, dass es die Politik durchdringt, die gesamte Landwirtschaft. Und unsere Einladung sind auch viele prominente Vorkämpfer für eine neue Landwirtschaft gefolgt. Oma Obama ist hier, sitzt in der ersten Reihe. Welcome Oma Obama to our discussion. Founder of New Agriculture in Kenya. Ruth Richardson soll irgendwo hier sein. Sie ist die Leiterin der Global Alliance for the Future of Food. In the back there, thank you for coming. And Umar Bah, er hat einen Preis bekommen, einen Award des World Future Council für ein Outstanding, für ein ganz tolles Beispiel, wie Agrarökologie in einer Großstadt mit einem Netzwerk von Bauern funktionieren kann. Er sitzt hier vorne, toll, dass Sie da sind. Danke, Umar Bah. Der Verbraucherschutzsenator, Herr Behrendt, ist noch unterwegs oder wollte noch kommen. Ich sehe ihn noch nicht, aber wir haben auf jeden Fall Interesse an der Politik und ich freue mich, dass es so voll geworden ist hier. So, wir gucken zunächst einmal, was die FAO sagt zur Agrarökologie. Denn die FAO, kennen Sie ja alle, Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen, die hat Agrarökologie in den letzten Jahren richtig, richtig vorangebracht und setzt sich dafür ein auf ganz vielen Ebenen mit Jugendkonferenzen, mit verschiedenen regionalen Konferenzen in einzelnen Bereichen. Ja, und wir sind ganz froh, dass ein Mitarbeiter aus dem Team Agrarökologie und Ökosystemleistungen von der FAO jetzt zur Begrüßung einmal sagen wird, worüber reden wir überhaupt Agrarökologie und warum ist Agrarökologie so wichtig? Why is it so important? Aus Rom, Abram Bixler, thank you very much for coming and presenting FAO policy. Abram Bixler. Thank you very much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm very happy to be. Meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, heute hier zu sein und Ihnen auch die Vision von FAO zum Thema vorzustellen. Wir müssen die Lösung finden für Hunger und Unterernährung. Und die Ziele, die Entwicklungsziele, erfüllen in Anbetracht der großen des Drucks, den wir haben, was die Naturressourcen angeht, was den Boden angeht, was die Biodiversität und natürlich die Risiken assoziiert mit Klimawandel, Armut und Urbanisation. Die früheren Anstrengungen haben sich konzentriert auf die Nahrungsmittelproduktion, aber heute geht es die Ursachen für Hunger und Unterernährung anzugehen, hier durch transformative Änderungen. Wir müssen uns nicht nur die Produktion erhöhen, sondern bessere Produktivität schaffen, Integration und Transformation des gesamten Ernährungssystems. Die Wende für die Landbevölkerung, die wichtig ist für diese Sache, ist erforderlich durch Wachstum, Einkommenserhöhung und
Armutsbekämpfung. Wir müssen auch das politische Umfeld schaffen für eine nachhaltige Landwirtschaft durch integrative Ansätze, wie zum Beispiel Agroökologie. Wurde definiert als die Anwendung von Ökowissenschaft auf die Auslegung, Bewirtschaftung und die Umsetzung nachhaltiger Landwirtschaft. Es ist auch beschrieben worden als eine Wissenschaft, als eine Praxis und auch als eine soziale Bewegung. Wichtig ist hier die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Förderung dieses Ansatzes. Seit 2015 hat FAO führend verschiedene Einrichtungen koordiniert, um zusammen mit FAO die Agroökologie zu fördern. Wir haben da mit 2014 angefangen. Es gab internationale und regionale Symposien, die es ermöglicht haben, Erfahrungen zu analysieren, Evidenz zu untersuchen und Politiken zu diskutieren, die Antworten bieten auf diese Probleme. Änderung der Lebensmittelsysteme durch Agroökologie. Es gab das zweite internationale Symposium am Hauptsitz von FAO vom 3. bis zum 5. April 2018. Es waren 780 Teilnehmer dort, Vertreter von 72 Regierungen und 6 UN-Organisationen, die gemeinsam die Erfahrung analysierten, die Evidenz und öffentliche Politiken, die Lösungen bieten sollen für die Probleme im Landwirtschaftsbereich und in der Ernährungssystem. Wir haben uns einigen können, dass agroökologische Innovationen menschenzentriert sein sollten, die Bedürfnisse der Kleinbauern, der Familienbetriebe befriedigen sollten, Kreationen schaffen sollten, lokal adaptierbar sein sollten und Forschung und traditionelles Wissen kombinieren sollten. Man hatte erkannt bei diesem Symposium, dass jetzt die Zeit ist für die Umsetzung von Agroökologie. Und wir sind ein neutraler Vermittler zwischen den 194 Mitgliedstaaten. Und so hat die FAO ganz wichtig für die Länder, die eben Agroökologie fordern. Eine Hauptinitiative wurde auch während dieses Symposiums 2018 angestoßen, die Scaling Up Agroecology Initiative. Es wurde unterstützt von nationalen und internationalen Institutionen und Interessengruppen. Die Initiative ist ein strategischer Ansatz zur Förderung und zur Umsetzung der Agenda 2030. FAO hat hier auf die Notwendigkeit reagiert, die Forderung von Mitgliedsländern, Agroökologie zu stärken. Wichtiger Wandel ist hier erforderlich und viele Länder fordern hier Unterstützung. Die Initiative fördert die AÖ-Wende durch Politik und Kapazitätsaufbau auf der globalen, regionalen und internationalen Ebene und durch den Erfahrungsaustausch zwischen den Ländern. Die Initiative ist strukturiert auf 3 Kernarbeitsbereiche. Know-how und Innovation für das Ernährungssystem schaffen, Politikprozesse entwickeln für die Wende in der Landwirtschaft und bei den Ernährungssystemen und Aufbau von Verbindungen für transformativen Wandel. Hier ist das Landwirtschaftssystem zu ändern und in dem Zusammenhang hat FAO 10 Elemente für Agroökologie entwickelt auf der Basis von wissenschaftlicher Literatur und Interessendialoge. Und wir wollen eine Evidenzbasierung haben, die multidimensional ist und die agroökologischen Systeme über sämtliche Bereiche hin entwickeln soll. Die Herausforderungen sind vielfach, aber zusammen mit den Ländern, der Zivilgesellschaft, den Produzentenorganisationen, den Bauern, der akademischen Community und vielen anderen
Akteuren kann Agroökologie aufskaliert werden. FAO ist bereit, normative, wissenschaftliche und evidenzbasierte Arbeit zur Agroökologie zu fördern. Entwicklung von Metrics zum Beispiel, Tools und Protokollen zur Evaluierung des Beitrags von Agroökologie in der Transformation zu nachhaltiger Landwirtschaft und Ernährungssystem. Zweitens, Katalysierung wissenschaftlicher Evidenz und gemeinsame Schaffung von Know-how und Teilen dieses Know-hows und Verteilen dieses Know-hows und Unterstützung, technische und politische, für Länder und natürlich Unterstützung für die Entwicklung bei Kleinbauern und Familienbetrieben. Wir wollen den Dialog fördern auf der Basis von Dialog und Konsens. Aber wir müssen hier zusammenarbeiten, um Kapazitäten zu entwickeln und finanzielle Ressourcen auf allen Ebenen zu mobilisieren, um sicherzustellen, dass die AÖ aufskaliert werden kann und für alle nützlich ist. Die Evidenz ist ganz klar, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, AÖ aufzuskalieren. Unterstützung aus allen Ebenen, von den Produzenten zu den Verbrauchern, von den Politikern und der Zivilgesellschaft ist ganz wichtig. Jetzt gemeinsam können wir die Agroökologie stärken als einen vielversprechenden Ansatz zur Nutzung nachhaltiger Praktiken und Politiken, Wissen und Allianzen zum Erreichen einer gerechten und nachhaltigen Ernährungssysteme zur Unterstützung der gemeinsamen Entwicklungsziele zum Wohle des Planeten und zum Wohle der Menschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nur diesen einen Satz, the time is now. Ein breites Bündnis. Und das ist, ja, jetzt ist die Zeit, hat er gesagt. Und zu verbreiten und in die Politik hineinsickern zu lassen. Und zwar in einem ganz breiten partizipativen Prozess haben diese Organisationen ein Positionspapier erarbeitet, darüber gestritten, gerungen, um Definitionen, um den besten Weg, die größte Klarheit zu schaffen, was können wir damit erreichen mit Agrarökologie. Und sie haben auch formuliert, was die deutsche Bundesregierung tun sollte, um Agrarökologie wirklich voranzubringen. Und inzwischen haben dieses Positionspapier 56 Organisationen unterzeichnet. Es ist echt schon mal eine Menge Verbände, das sind viele, viele Menschen, die dahinter stehen, aus der Umweltbewegung, aus der Biolandwirtschaft, aus dem Naturschutz, Handwerker sind dabei, Entwicklungsorganisationen, Ernährungsräte, sie alle wollen jetzt Agrarökologie voranbringen, nach oben bringen. Und die Referentin für Landwirtschaft und Welternährung von Miserio, Sarah Schneider, die stellt es vor und sie hat auch mitgearbeitet an einem Papier der katholischen Entwicklungsorganisationen weltweit, das heißt, sie ist ja national und global, wird sie uns sagen, was Agrarökologie leisten kann und vor allen Dingen, was daraus für die Politik fordert. Sarah Schneider, schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank für die Einführung. Ich hätte es treffender nicht sagen können, was unseren Prozess angeht. Aber zunächst möchte ich Sie alle hier begrüßen und ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind zur heutigen Veranstaltung. Ich möchte jetzt hier im Folgenden das Positionspapier vorstellen, das wir, wie schon gesagt, über einen langen Zeitraum hinweg erarbeitet haben. Der Titel ist Agrarökologie stärken für eine grundlegende Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme. Es sind 56 Organisationen, die das Papier mittragen und Agrarökologie als Alternative einfordern. Die Organisationen kommen aus den verschiedensten Bereichen, so breit wie das Ernährungssystem und seine verschiedenen Akteure sind, so breit ist die Trägerschaft aufgestellt. Es sind Organisationen aus dem fairen Handel mit dabei, aus der Umweltbewegung, entwicklungspolitische Organisationen, Bauernorganisationen, Organisationen des verantwortungsvollen Konsums. Also wir sind wirklich ein sehr breites Netzwerk geworden. Was uns eint, ist der Konsens, dass ein Weiter wie bisher keine Option ist, so wie es auch der Weltagrarbericht im Jahr 2009 nochmal festgehalten hatte. Vor allem aufgrund der ökologischen und sozialen Folgen der industriellen Landwirtschaft, aber auch aufgrund der steigenden Hungerzahlen in den letzten Jahren und aufgrund des globalen Ausmaßes an Fehl- und Mangelernährung. Agrarökologie bietet verschiedene Lösungsansätze, wie diese Transformation aussehen kann, wie sie gelingen kann. Es geht ganz konkret um die Gestaltung des Agrar- und Ernährungssystems nach ökologischen und sozialen Kriterien. Und entsprechend geht Agrarökologie Hand in Hand mit Ernährungssouveränität und basiert auf dem Menschenrecht auf angemessene Nahrung.
Wir haben in dem Positionspapier die Elemente der Agrarökologie festgehalten. Das war mit der Prozess, der uns auch am meisten Zeit gekostet hat. Also wirklich nochmal das gemeinsame Verständnis zu stärken. Und wir haben uns in der Debatte natürlich auch orientiert an beispielsweise der Nieleni-Deklaration zu Agrarökologie, wo viele Basisorganisationen und soziale Bewegungen mitbeteiligt gewesen sind, aber auch an den 10 Elementen der FAO und haben jetzt im Endeffekt auch 10 Elemente festgehalten in dem Papier zu den verschiedenen sozialen, ökologischen, ökonomischen Dimensionen der Agrarökologie. Im Bereich des Ökologischen ist aus unserer Sicht zentral, die Vielfalt, die Biodiversität und die Bodengesundheit hervorzuheben. Es geht insbesondere darum, die Selbstregulationsfähigkeit im Agrarökosystem zu stärken und dadurch möglichst widerstandsfähige Systeme zu schaffen, die eben auch dem Klimawandel gegenüber widerstandsfähig sind. Sozial-ökonomisch geht es darum, die bäuerliche Agrikultur zu stärken. Agrarökologie wird umgesetzt, insbesondere durch die bäuerliche Landwirtschaft, häufig durch kleinbäuerliche Betriebe. Ohne eine bäuerliche Landwirtschaft kann Agrarökologie nicht umgesetzt werden. Und gleichzeitig trägt Agrarökologie auch dazu bei, Beschäftigungsmöglichkeiten im ländlichen Raum zu schaffen und dadurch eben auch die bäuerliche Landwirtschaft zu stärken. Agrarökologie setzt auf die Stärkung und auf den Aufbau von lokalen Ernährungssystemen, lokale Märkte, regionale Wirtschaftskreisläufe sollen auch gestärkt werden. Und das, also vor allem auch so die Ernährungssouveränität der produzierenden Familien selbst, der lokalen Communities, steht im Vordergrund. Dann geht es auch um weniger Abhängigkeit, insbesondere von Agrarchemikalien, aber auch von globalen Lieferketten und mehr Autonomie, insbesondere der ErzeugerInnen selbst, die häufig gerade auch in den globalen Lieferketten das schwächste Glied sind. Also diese Machtverhältnisse werden auch bei Agrarökologie in Frage gestellt. Ganz konkret, was das Politische angeht, legen wir Wert auf Beteiligung und Mitsprache. Das heißt, es geht auch darum, Strukturen und Organisationsformen zu schaffen, die Mitsprache und Beteiligung ermöglichen, mit dem Ziel, möglichst effektive, förderliche Politiken zu erarbeiten, die dann entsprechend auch Agrarökologie umsetzen. Auf der politischen Agenda gibt es viele Prozesse, wo Agrarökologie ganz konkret eine Rolle spielt aktuell. Es wurde eben schon erwähnt, die Scaling Up Agroecology Initiative, die während dem Agrarökologie-Symposium im April gelauncht wurde und die Agrarökologie zusammen mit der Agenda 2030 und den SDGs umsetzen möchte. Dann wurde Agrarökologie mittlerweile offiziell aufgenommen in die Programmarbeit der FAO, aber auch des CFS, also des UN-Welternährungsausschusses. Beispielsweise wird der HLPI-Bericht erarbeitet zu Agrarökologie und nachhaltigen Ernährungssystemen. Dieser Bericht wird im Oktober von diesem Jahr veröffentlicht und wird hoffentlich starke politische Empfehlungen auch beinhalten. Dann läuft natürlich weiterhin die Agenda 2030 und ihre Umsetzung. Hierzu hat auch die FAO in verschiedenen Gelegenheiten nochmal ganz klar gemacht, dass eine Transformation des Ernährungssystems nötig ist, wenn wir die Agenda 2030 umsetzen wollen. Also die Art, wie Lebensmittel produziert werden, wie sie verarbeitet werden, wie sie gehandelt, verteilt und konsumiert werden, muss sich verändern, wenn wir die Entwicklungsziele, die SDGs, erreichen wollen. Laut FAO trägt Agrarökologie zu rund 10 der SDGs bei. In den Klimaverhandlungen ist Agrarökologie immer wieder eingespeist worden aufgrund des verschiedenen Potenzials, einmal Treibhausgase zu reduzieren und auf der anderen Seite auch die Landwirtschaft widerstandsfähiger zu machen. Hier wurde es vor allem von zivilgesellschaftlicher Seite immer wieder eingebracht. Und parallel, es laufen eben aktuell die UN Decade on Family Farming, jetzt seit diesem Jahr und seit dem Jahr 2016 die UN Decade of Action on Nutrition, zwei relevante Prozesse, wo Agrarökologie Teil von ist. National haben wir seit, ich würde sagen, dem Herbst 2017 eine Reihe von Fachgesprächen gestartet,
mit dem BMZ und dem BMEL und verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, wo wir natürlich auch jetzt die Hoffnung haben, dass wir das weiterhin fortführen können. Und es ist der runde Tisch für Ökolandbau geschaffen worden, wo es dann jetzt in die Phase geht, die ökologischen Wissenszentren umzusetzen. Diesbezüglich wird uns sicher Herr Schmitz nachher mehr erzählen. Zu den politischen Forderungen. Ganz grundlegend für die Umsetzung von Agrarökologie ist, dass wir förderliche politische Rahmenbedingungen insgesamt brauchen. Entsprechend ist unsere erste Forderung an die Bundesregierung, dass sie eine Stellungnahme veröffentlichen, wo sie erstmal auch das Potenzial von Agrarökologie anerkennen und sich entsprechend dann auch dazu committen, es schrittweise umzusetzen. Dann grundlegend ist es nötig, dass schädliche Politiken, die quasi diametral zu Agrarökologie stehen, identifiziert werden und entsprechend auch beendet werden können und dass wir zunehmend Politikkohärenz anstreben, insbesondere auch in den Bereichen Agrar, Handels, Energie, Saatgut und Ernährungspolitik. Zu der Entwicklungszusammenarbeit ganz konkret. Wir schlagen vor, dass Agrarökologie als zentrales Förderkonzept zur Armutsbekämpfung im ländlichen Raum anerkannt wird und von dem BMZ auch als solches in seinem Konzept zur ländlichen Entwicklung integriert wird. Dann schlagen wir vor, dass ein internationaler Beirat eingerichtet wird, der das BMZ in seiner Arbeit zur Agrarökologie begleitet. Wir fordern, dass kontraproduktive, gegensätzliche Initiativen wie Agra nicht weiter gefördert werden, da es keine Koexistenz der verschiedenen Ansätze im Endeffekt geben kann. Wir wollen das BMZ aber dazu motivieren, eine agrarökologische Geberallianz ins Leben zu rufen und ganz konkret, selbst im Jahr jetzt 2019 bis 2021 Mittel zur Verfügung zu stellen. Wir denken da an 300 Millionen Euro zur nationalen und internationalen Förderung von Agrarökologie. Ganz konkret 200 Millionen für die Scaling Up Agroecology Initiative der FAO und beispielsweise 100 Millionen für ein Förderprogramm Agrarökologie und Frauen. Dann zum CFS, UN-Welternährungsausschuss, wo eben gerade ein wichtiger Workstream zu Agrarökologie läuft. Hier ist es unser zentrales Anliegen, dass die politischen Prozesse partizipativ gestaltet werden, dass vulnerable und insbesondere marginalisierte Gruppen einbezogen werden und ihnen die Mitsprache ermöglicht wird. Dass die Erarbeitung des HLPI-Berichts so konsultativ wie möglich voranschreitet. Und dass in den Debatten rund um den Bericht und um die Arbeit des CFS zu Agrarökologie folgende Elemente berücksichtigt werden. Einmal, dass Agrarökologie verstanden wird als dieser Dreiklang aus Wissenschaft, Praxis und soziale Bewegung, also dass es diese drei Komponenten hat und braucht. Und dass Agrarökologie als holistischer, systemischer und menschenrechtsbasierter Ansatz anerkannt wird. Dann ist es uns ein Anliegen, dass kleinbäuerliche Erzeugerinnen und ihre Wissenssysteme im Fokus stehen, also quasi, dass sie anerkannt werden und als solche eben auch in den politischen Debatten teilhaben können. Und dann zuletzt, dass sich die Bundesregierung bzw. die Delegation in Rom sich entsprechend einsetzt für starke Politikempfehlungen zur Einführung und Umsetzung von agrarökologischen Politiken. Soweit von mir fürs Erste zum Positionspapier. Im Detail finden Sie dann in der gedruckten Fassung, die auch ausliegt, noch viel mehr zu unseren Positionen und Forderungen. Dankeschön. Vielen Dank, Sarah Schneider. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat zugehört. Herr Schmitz hat, glaube ich, schon Notizen gemacht und wir diskutieren gleich, wie es im Einzelnen dann weitergeht. Und ich freue mich auch über die Freude über die Beteiligung der Frauen an der Landwirtschaft. Die sind ja eh schon beteiligt. Jetzt sollten sie vielleicht auch endlich mal mitentscheiden dürfen, überall in allen Gremien. Wunderbar. Also, Agrarökologie ist
ja, dieser wunderbare Dreiklang zwischen Wissenschaft und Praktikern, die es schon lange machen, immer gemacht haben, und diese wunderbare Zusammenarbeit. Und deshalb wollen wir heute auch nicht nur über die theoretischen Konzepte reden, sondern über die tollen Beispiele von angewandter, vorgemachter, immer schon gelebter Agrarökologie. Die wollen wir Ihnen jetzt in einer ganz schnellen Weltreise vorstellen. Und wir beginnen natürlich im Bio-Wunderland Sikkim. Das ist ein ehemaliges Königreich im Norden Indiens. Und es ist ja, ich glaube, das Traumland für alle Biobäuerinnen, denn dort ist Biolandwirtschaft der Standard, nur Biolandwirtschaft erlaubt. Und es gibt noch viel, viel, viel mehr, wie kurze Lieferketten, viele tolle Sachen. Und Bernward Geier wird es Ihnen jetzt vorstellen, denn das Wunder von Sikkim, denn er ist viele Male nach Sikkim gereist in den letzten Jahren. Er hat ungefähr ein halbes Jahrhundert Erfahrung als Umweltaktivist und aber auch als Filmemacher. Ja, und viele kennen ihn noch als Direktor von IFORM, also der Weltbewegung der Bioverbände. Zuletzt, Herr Geier, waren Sie mit dem ZDF in Sikkim für den Dokumentarfilm Die Ökorebellen vom Himalaya. Lieber Ökorebell, sagen Sie uns alles über Sikkim. Bernward Geier. Ja, liebe Tanja, ich sage einfach mal liebe alle, das mit den 50 Jahren, ich hoffe, man sieht es mir nicht an, aber es stimmt wirklich. Ich habe jetzt 6 Minuten, um Sikkim zu erzählen, und diese wunderbare Geschichte kann man nicht in 6 Minuten erzählen. Und eigentlich hatten wir gehofft, dass der Chief Minister oder der Landwirtschaftsminister kommen. Die sind im Wahlkampf, der Chief Minister tritt an für eine 5. Wiederwahl. Das letzte Mal ist er mit 65% der Stimmen wiedergewählt worden. Er ist ein Held in seinem Land. Und er ist der längstdienste und der grünste Ministerpräsident Indiens. Wer Sikkim charakterisiert haben will in einem Wort, das ist das Saarland von Indien. Mit vielen Parallelen übrigens. Jetzt konnte der Chief Minister zu seinem großen Bedauern nicht kommen, aber hat eine sehr schöne Grußbotschaft geschickt, die in der vollen Länge, denke ich, auf der Webpage bei World Future Council zu lesen ist. Aber ich möchte die 2 letzten Sätze vielleicht zum Eingang präsentieren, weil sie uns mit ihm und mit Sikkim verbindet. I salute the farmers and organic activists. Ich grüße die Bauern und die Aktivisten, die versuchen, diese Welt in eine 100% Bio-Welt umzuformen. Das ist machbar. Und ja, das ist ein Applaus wert. I appeal to the world government to proactively adopt. Appelliere an die Weltregierungen, proaktiv Bio-Landwirtschaft in Missionsmode zu schalten und die Transformation führend in die Hand zu nehmen. Ich möchte Ihnen herzliche Glückwünsche und überreichen. Fast ein Vortrag. Ich habe bei meiner ersten Reise für den One World Award einen Kurzfilm gedreht, der dann zu dem ZDF-Film geführt hat. Und ich lade Sie ein, für 3 Minuten einen Klimps nach Sikkim mit mir in dieses Öko-Wunderland zu kommen. The former kingdom of Sikkim is an Indian federal state between Bhutan and Nepal. Honorable Chief Minister Shri Pawan Chamling grew up on a farm in a small village. Although an accomplished poet, he managed a very impressive career as a politician. Welcome to Sikkim, the first organic state of India. He won a record 5 re-elections as chief minister with clear margins. The only big farm of Sikkim is this 400 organic hectares of Temi tea, which is run by the government. Horticulture research is carried out on this state farm. And the tree nursery provides diversification of trees to the farmers. The market in Sikkim's capital, Gangtok, has its own organic section, providing for all foods needs.
Model farms and farmer field schools have been fundamental in meeting the challenge to convert over 65,000 farmers to organic farming. Farming on steep hills and mountains is a challenge, and cultivating on terraces is a sustainable logic. Farmers learn about many different ways to make compost. Most popular in India is vermicompost, which shows the best results. Also inspired by Gandhi, Chief Minister Chamling has become a worldwide unique champion and hero by converting all farms of Sikkim to organic farming. May the world follow his example and inspiration. My message is to create an organic, pollution-free, and clean world. My message is chemical-free world. If we want to protect our planet, we go for organic farming. Wer jetzt Lust bekommen hat, im April werde ich mit einer Studiosus-Reisegruppe nach Sikkim fahren. Es sind noch zwei Plätze frei. Als bekennter Kurpfälzer fällt es mir nicht schwer, sehr schnell zu reden. Ich habe jetzt noch 2 Minuten 30 Sekunden und die Tanja guckt ganz relaxed, wenn ich das einhalte. Ein bisschen was kann man noch ergänzend dazu sagen. Zum einen hat das Beispiel Sikkim Schule gemacht. Und das ist genau das, was wir wollen. Deswegen gibt es die Awards. Und der Future Policy Award war nochmal ein großer Push nach dem One World Award in Rom, dieses Upscaling auch durch diese guten Beispiele zu bringen. Und wenn man die Sustainable Development Goals, wenn 10 in Verbindung zur Agroecology gebracht werden, in Sikkim sind alle Sustainable Development Goals in einer Exzellenz schon weitgehend umgesetzt. In jeder Beziehung, Frauen, Kinder, Ernährung, Frieden und was man sich wünscht. Wichtig ist, dass der Einfluss, den Sikkim hat, als Beispiel uns zu zeigen, es geht 100%, wenn man es will. Und es war nicht einfach, 10 Jahre Prozess. Und es gab auch Widerstände. Der erste Minister hat gesagt, du spinnst zu Chamling und hat das Amt verlassen. Nachbarstaaten sind dem Beispiel gefolgt. Alle kennen hier, glaube ich, Vandana Shiva. In ihrem Staat ist auch eine 100% Biolandbau-Umsetzung in Gange. Da sind schon 1,6 Millionen Bauern. Und vor einer Woche habe ich gedacht, ich sehe nicht, ich lese nicht recht, kriege einen Link. Das Parlament von Kirgisistan hat beschlossen, 100% Biolandbau zu machen. Und dort leben 6 Millionen Menschen von und in der Landwirtschaft. Also wir zeigen, dass das, was Vandana auch bei der Preisverleihung an Chamling gefordert hat, bis 2050 eine pestizidfreie Welt, Leute, es ist machbar. Und diese Initiativen zeigen uns das. Vielleicht noch ein Beispiel, wie weit das geht. Es gab ein Problem in der Vermarktung. Das ist natürlich schwierig, weil Bioprodukte selbst in Indien im Vergleich etwas teurer sind. Dort nur 20%. Aber die Bauern hatten einen unfairen Wettbewerb. Im letzten Jahr hat das Parlament beschlossen, dass die Einfuhr von Nicht-Bio-Gemüse, mit 4 Ausnahmen, wo sie die Mengen nicht hinbekommen, und das aber wegen den vielen Touristen, nicht wegen den Sikkimesen, die Einfuhr wird illegal erklärt. Stellen Sie sich vor, wenn das der Vorsitzende von Bayer liest, der CEO Baumann, dass es ein Land gibt, das chemisch erzeugte Lebensmittel als Droge und als illegale Schmuggelware erklärt. Ein guter Gedanke. Es lohnt sich, sich mehr mit Sikkim zu beschäftigen. Ich kann Sie mit der kurzen Zeit eigentlich nur noch einladen, sich dazu vertiefend einzusehen. Draußen liegt was Schönes aus, das die Story erzählt auf ein paar Seiten. Es gibt auf der One World Award Webpage auch einen längeren Film, da gibt es 7 Minuten, wo wir 3 Minuten gesehen haben. Und ich habe im Roten Korn einen großen Artikel gehabt und jetzt aktuell im Forum Magazin, kann man googeln, kann man finden. Und vielleicht noch als letzte Einladung, du hast den Sikkim-Film erlebt, die Öko-Rebellen vom Himalaya. Der lief im Planet E, 4 Tage bevor der Preis in Rom verliehen wurde, ganz zeitlich wunderbar geteamt. Und das ist 1/4 Stunde Sikkim und 1/4 Stunde hier, inklusive Interview mit Klöckner. Und dann könnt ihr mal gucken, wie sie reagiert hat auf die Fragestellung. Und der steht noch ein Jahr in der ZDF-Mediathek. Und dann kann man sich noch mehr an diesem wunderbaren Beispiel Sikkim erfreuen.
Sie werden uns weiter inspirieren und motivieren. Und ich denke, auch diese Veranstaltung trägt bei, dass wir das große Ziel erreichen, die ganze Welt auf Biolandbau und auf agrarökologische Landwirtschaft umzustellen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Bernhard Geier. So, Sie haben alle eine lange Lese- und Videoliste bekommen, aber ich glaube, die lohnt wirklich. Und jetzt alle nach Sikkim fliegen, ist natürlich schwierig wegen der Emissionen, aber wir tragen das Beispiel dann hier weiter. Und wie viele Bäume muss man noch pflanzen? Bestimmt noch 20 dazu, aber genau. Also es gibt Wege, es sich wirklich, wirklich anzuschauen. Wir reisen weiter jetzt nach Südamerika, denn dort gibt es ein ganz gutes Beispiel aus der Hauptstadt, aus Quito. Mitten in der 2-Millionen-Stadt, immerhin auf 2800 Metern Höhe, gibt es nämlich Urban Agriculture, aber nicht nur so 2, 3 einzelne tolle Gärten, sondern richtig, richtig viele und auch professionell organisiert und vermarktet, sodass die Landwirte in der Stadt, aus der Stadt wirklich auch an die Konsumenten kommen. Und zwar durch das AgroPAR, Participatory Urban Agriculture Project. Das wird abgekürzt AgroPAR, fördert den Anbau, die Vermarktung, organisiert Märkte. Und ja, die Koordinatorin ist nach Berlin gekommen, um Ihnen jetzt vorzustellen, was in Quito passiert. Alexandra Rodriguez, herzlich willkommen. Okay. Good afternoon. It is a pleasure to be here and to greet you on behalf of Mauricio. Ja, ich freue mich sehr, dass ich auch im Namen des Bürgermeisters von Quito heute Nachmittag hier zu Ihnen sprechen kann. Und es geht um den agri-ökologischen Kontext. Im Jahr 2000 haben wir bereits begonnen mit einer Reihe von Projekten in Quito und in der Nähe der Stadt. Es ging um die Einbindung agroökologischer Projekte in die Stadtverwaltung. AgroPAR ist der Name. Es ist ein Projekt, das sowohl die soziale als auch die ökologische, als auch die ökonomische und stadtplanerische Ebene umfasst. Es geht um Nahrungsmittelsicherheit und Umweltschutz, es geht um Umweltmanagement, Inklusion, soziale Gerechtigkeit. All das findet sich also in unserem Projekt. Wir sind also hingegangen und haben eine ganze Reihe von Zielen definiert, wie zum Beispiel durch diese Stadtgärten oder Ökogärten in den Städten Nahrungsmittelsicherheit, Nahrungssouveränität zu erreichen, Einkommen zu generieren, Arbeitsplätze zu schaffen und die Lage der Umwelt insgesamt zu verbessern. Und versucht wurde das und wird es über Strategien wie zum Beispiel Training, technische Unterstützung, die Förderung von verantwortlichem Konsum, kurze Kommerzialisierungsketten, alternative Technologien, eine Kreislaufwirtschaft, eine kooperative Ökonomie und Mikrokredite. Wir versuchen, die Communities und die Ökosysteme gewissermaßen zusammenzubringen und versuchen tatsächlich eben im Bereich Nahrungsmittelsicherheit Souveränität zu erzielen. Das ist das, was sozusagen eine Priorität im Projekt ist. Wir sehen nämlich Nahrungsmittelsicherheit und Souveränität in diesem Zusammenhang als Recht, nicht als Luxus. Wir betrachten im Zusammenhang mit diesem Projekt vor allen Dingen auch die Frauen. Wir sind also die Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Frauen stellen in vielen Familien den Haushaltsvorstand. Wir betrachten aber nicht nur die Frauen, sondern auch MigrantInnen, Geflüchtete und andere als eine Zielgruppe, die wir vor allen Dingen einbeziehen wollen. Wir haben, und das sieht man hier auf der Karte ganz schön, auch große Bereiche, die von Mangel und Fehlernährung gekennzeichnet sind, vor allen Dingen was Kinder angeht. Auch dieses Thema targetieren wir. Es geht um nachhaltige Produktion, es geht um verantwortlichen, verantwortungsbewussten Konsum. Wir produzieren also unsere Lebensmittel
in landwirtschaftlichen Kontexten, im periurbanen Kontext, wie auch in den Stadtgärten. Wir bauen Nutzpflanzen an, wie auch medizinische Pflanzen. Wir nutzen zum Vertrieb der Produkte unterschiedliche Vertriebskanäle. Es wird also direkt aus den Gärten herausverkauft, aber auch in Geschäften. Und über Restaurants wird das, was produziert wird, ebenfalls vertrieben. Dann sind es aber vor allen Dingen die Biomärkte. Und das sieht man hier auf der Karte sehr schön dargestellt, über die diese Produkte vertrieben werden. Auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit unserem Versuch, die Produktion zu demokratisieren. Agroökologie und Produktion, demokratische Produktion gehen sozusagen Hand in Hand. Was ist es nun, was die Communities und die Bezirke und Territorien, auf denen wir aktiv sind, bereichert? Es ist zum einen ein präventiver Ansatz, was die Gesundheit angeht. Gesunde Ernährung als Menschenrecht, nicht als Luxus, das sagte ich bereits. Wir schaffen eine Plattform für ökologisches Engagement und Ökoaktivismus und Food Governance. Wir schaffen landwirtschaftliche Innovation über partizipative Prozesse. Was wir erreicht haben in den Monaten und Jahren, in denen wir bereits tätig sind, ist einmal 380 organisierte Gruppen und UnterstützerInnen, 4.500 Menschen, die pro Jahr von diesen Projekten profitieren. Wir haben 3.500 implementierte Gärten. Wir haben 19.000 Menschen ausgebildet. Wir haben eine Produktivinfrastruktur geschaffen. Wir haben 17 Biomessen gestaltet bzw. beliefert. Wir haben eine enorme Diversifizierung der Ernährung erreicht. 150 unterschiedliche Lebensmitteltypen bieten wir. Wir erreichen insgesamt Wir bearbeiten insgesamt 40 Hektar Land, haben dazu beigetragen, dass ein zusätzliches Einkommen von 175 US-Dollar pro Monat erreicht werden konnte. Wir produzieren jährlich an Lebensmitteln 960 Tonnen und haben ein Kollektiv geschaffen von Stadtfarmern. Jährlich bemisst sich der Umsatz, den wir erreichen, auf 350.000 US-Dollar und das allein über die Biomessen, an denen wir beteiligt sind. Wir sind als Agrupar Vertreter der Stadt in einer ganzen Reihe von anderen Initiativen und Gruppen. Die Rua Foundation ist dabei, das MUFPP, City Food, C40 und andere. Und wie gesagt, wir sind der Meinung, dass die Gärten kein Selbstzweck sind, sondern ein Mittel zum Zweck. Und wir haben einiges erreicht in Quito. Dankeschön. Herzlichen Dank, Alexandra Rodriguez. In Deutschland diesem Beispiel folgen, kommunale Ernährungspolitik voranbringen und so viele Organisationen unterstützen. Wir reisen weiter. Diesmal geht es nach Afrika, nach Malawi in Ostafrika zwischen Tansania und Mosambik. Und was dort passiert, erzählt uns jetzt die Referentin für Landwirtschaft und Ernährung bei der Welthungerhilfe, Lena Bassermann. Berichten Sie von Ihrer Reise. Einen Applaus für Lena Bassermann. Na, hallo. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Wir haben ja heute Morgen, vorhin von Sarah Schneider schon die Arbeit an dem Positionspapier gehört und auch den theoretischen Rahmen. Ich möchte jetzt am Beispiel Malawis nochmal vorstellen, am Beispiel der Arbeit der Welthungerhilfe dort, wie diese Praxis und der Politikrahmen gut zusammengehen und warum die Stärkung von Agrarökologie großes Potenzial dort bietet, unserer Meinung nach. Die Ausgangslage in Malawi ist die folgende, dass es ein Land ist, das sehr stark von Hunger und den Folgen des Klimawandels betroffen ist und das wird eine anhaltende
Herausforderung darstellt. Es ist eines der Länder mit dem niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen weltweit und gleichzeitig eines der dicht besiedelsten Länder. Das heißt, der Ressourcendruck ist enorm. Es gibt massive Probleme durch Bodendegradierung und den Verlust an Bodenfruchtbarkeit. Das führt zu dem Ernährungsstatus oder für die Ernährung oder den Hungerstatus hat das massive Auswirkungen. Circa ein Viertel der Bevölkerung ist unterernährt. Bei Kindern sind es fast 40%, die chronisch unterernährt sind. Und seit den letzten Jahren, also eigentlich seit 2011, sind die Zahlen auch wieder angestiegen. Die Regierung in Malawi hat seit 20 Jahren eigentlich massiv die Ansätze der Grünen Revolution unterstützt und vor allen Dingen in die Subventionierung von Maisanbau investiert. Fast das gesamte landwirtschaftliche Budget ging in die Abgabe von subventionierten Dünger und Pestiziden und industriellem Saatgut wurde investiert, hat aber eben zwar zu kurzfristigen Ertragssteigerungen geführt, aber dann auch zu einer Stagnierung. Das heißt, wir sehen in Malawi ein großes Potenzial für Agrarökologie, das zu ändern und auch eben eine langfristige Veränderung herbeizuführen. Die Regierung hat das zumindest, was die Ernährung der Bevölkerung betrifft, schon anerkannt und weitläufige Programme zu einer Diversifizierung der Ernährung aufgesetzt. Allerdings und dort auch die Einbeziehung von traditionellen und indigenen Sorten in die Ernährung unterstützt. Allerdings ist auch hier die fehlende Politikkohärenz, haben wir schon angesprochen, gibt es keine Verknüpfung zu der Agrarstrategie und zu den Agrarpolitiken. Und es gibt keine Strategien, die Saatgutvielfalt fördern und den Erhalt oder die Stärkung von bäuerlichen Saatgutsystemen fördern. Doch existieren die zu großen Teilen im Land, also ca. 80% des Saatguts wird über bäuerliche Saatgutsysteme vermehrt getauscht und weitergegeben. Und das stellt, also gerade diese bäuerlichen Saatgutsysteme sind ein zentraler Bestandteil der Agrarökologie. Denn wir haben ja vorhin schon gehört, der Anbau in den geschlossenen Kreisläufen und der weitestgehende Verzicht auf externe Inputs wird eben dadurch möglich, dass Bauern ihr eigenes Saatgut vermehren können, das an lokale Bedingungen angepasst ist, an die Gegebenheiten des Klimawandels, an die Bodenbeschaffung angepasst ist. Und das stellt eben für die Bauern in vielen Fällen auch eine Überlebensstrategie der Zukauf von Inputs eine starke wirtschaftliche Belastung darstellt. Diese Saatgutsysteme werden aber, wie gesagt, von der Regierung nicht unterstützt oder nicht anerkannt. Und auch die staatlichen Beratungsdienste, aber auch viele NGOs raten eben den Bauern, ihre eigenen Sorten durch zertifiziertes Saatgut zu ersetzen. Um das zu ändern, unterstützt die Welthungerhilfe dort malawische Organisationen und auch Bauernorganisationen in mehreren Distrikten bei der Verbreitung von agroökologischen Praktiken, zum Beispiel was den Anbau von Gemüse in verschiedenen ganzjährigen Anbau von Feldfrüchten durch Permakulturpraktiken betrifft, zur Vervielfältigung der Ernährung, also dass das ganze Jahr über vielfältige Gemüsesorten für die Ernährung zur Verfügung stehen, aber auch mit einem Schwerpunkt auf Boden, also mit organischen Methoden die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen durch den Einsatz von Leguminosen, durch Mulch, durch organischen Dünger, aber auch durch die Integration von Tierzucht. Wir haben das vorhin eben auch in dem Papier schon gesehen. Und ein zweiter Schwerpunkt ist eben die Vermehrung des Saatguts. Der Austausch von Saatgut, die Weitergabe von Wissen, aber auch zusammen mit lokalen Forschungsinstituten, die Weiterentwicklung und Anpassung an die klimatischen Bedingungen, zum Beispiel von Mais- und Sojasorten. In einer eingangs durchgeführten Studie kam eben auch raus, dass es viele Bauern gibt, die bis zu 50 verschiedene Sorten selbst züchten und vermehren, aber dass sich das Wissen teilweise sehr stark auf einzelne Bauern konzentriert und dadurch wurde dieser verstärkte Wissensaustausch, die Weitergabe von Farmer zu Farmer wieder stärker praktiziert und vermehrt. Und das führt auch dazu, dass verschiedene Sorten, die über längere Zeiträume nicht mehr angebaut wurden oder ignoriert wurden, wieder in den Anbau, wieder weiter verbreitet und in den Anbau integriert werden konnten, die Ernährung, was sehr positive Effekte auf die Ernährung und die Gesundheit hat. Ich denke, daran sieht man ganz gut, wie das eben auch Bauern stärkt. Auch die Wertschätzung für die eigene Vermehrung von Saatgut konnte stark erhöht werden. Es gibt auch Trainings von Regierungs-Extension Officern, also so auch der Versuch, das weiter auszubreiten. Aber gleichzeitig, was wir eben auch, denke ich, stark an dem Agrarökologie-Ansatz von starker Bedeutung ist eben die Unterstützung auch durch Politikmaßnahmen und die Lobbyarbeit von Bauernorganisationen, von lokalen Organisationen. Und das ist in dem Fall von Malawi und dem Saatgut besonders dahingehend wichtig, da seit circa 2-3 Jahren
die bäuerlichen Saatgutsysteme zusätzlich unter Druck geraten sind, da die Regierung ein Saatgutgesetz plant, das diese Systeme verbieten möchte und auch den lokalen Austausch, auch Seedfairs untersagen möchte, aufgesetzt hat. Und durch den Druck, durch den massiven Einsatz, die Bewegung von Bauernorganisationen konnte eben zumindest verhindert werden, dass das Gesetz bisher verabschiedet wurde. Es wurden Nachbesserungen vorgenommen und zumindest Ausnahmen für diese strikte Regulierung eingefügt. Und ich denke, daran kann man sehr gut sehen, wie eben auch diese politische Komponente zur Stärkung von Agrarökologie, so ein Zusammenspiel von Praxis und politischen Maßnahmen Agrarökologie stärken und eben möglich machen kann. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Lena Bassermann, vor allen Dingen für die perfekte Überleitung. Wir haben jetzt ja bislang praktische Beispiele gesehen und wir gucken jetzt noch mal weiter in die Politik. Was kann die Politik tun? Und dafür ist natürlich das World Future Council mit Sitz in Hamburg bekannt, dass sie überall auf der ganzen Welt gute Politikbeispiele für nachhaltige Entwicklung in allen Bereichen sammeln, um sie weltweit bekannt zu machen und zu sagen, nee, das gibt's alles nicht, das könnt ihr nicht mehr sagen, weil wir haben hier schon dieses Beispiel und damit könntet ihr bitte auch endlich weiterkommen. Ja, und für Agrarökologie hat das World Future Council auch einen extra Preis ausgelobt, nämlich die Outstanding Practices in Agroecology. Und Professor Dr. Franz Theo Gottwald, Sie kennen ihn als Vorstand der Schweißfurt Stiftung, die sich ja seit vielen, vielen Jahrzehnten dafür einsetzt, dass bäuerliche Landwirtschaft und auch das Lebensmittelhandwerk zusammengedacht sich weiter verbreitet und nicht in Vergessenheit gerät unter dem Druck einer anderen Landwirtschaft. Wir wissen alle, dass es das nicht die Lösung sein wird. Also, Sie sind einmal Vorstand der Schweißfurt Stiftung und aber auch der Vorsitzende des Aufsichtsrats vom World Future Council. Ja, und Sie werden uns von den Preisträgern dieses tollen Preises berichten. Franz Theo Gottwald, schön, dass Sie hier sind. Und gemeinsam gucken wir zuerst einen Film über die Preisverleihung und die Sieger, ja? Dann gucken wir einmal auf den Bildschirm und dann gebe ich die Bühne frei. Even though the world produces enough food to nourish 21 million people, one in nine. Noch 28 Millionen Menschen auf der Welt, die nachts mit leerem Magen ins Bett gehen. Die kleinen Bauern sind selber auch nicht gesichert, was die Nahrung angeht. Sie sind die meisten Menschen, die in Armut leben. Die Welt braucht nachhaltigere Ernährungssysteme, Systeme, die Nahrungsmittel systemisch nützlicher herstellen, insbesondere für Kleinbauern, mit weniger Umweltschaden. Potenzial für Agroökologie, für gesunde Ernährung für alle und für soziale Gerechtigkeit, Klimawandel, Minderung und Biodegradierung ist international erkannt. Mit Agroökologie ist die Wende in Richtung nachhaltige Landwirtschaft und Ernährungssysteme möglich. Der World Future Council zusammen mit den Start-ups Technology of Agroecology in the Global South präsentieren Beispiele für Agroökologie 2019. Diese Beispiele wurden vorgelegt, 2000 Experten, 77 Nominierungen wurden erreicht, 21 aus Afrika, 17 aus Asien-Pazifik, 29 aus Lateinamerika und den karibischen Staaten, 4 aus Europa, 2 aus Nordamerika und 4, die global organisiert sind. Wir hatten eine Jury aus 7 Experten, die hatten sie entschieden, die Methodologie zur Erfindung der Preisträger basiert auf den 7 Gerechtigkeitsprinzipien des Rates und den FAO-Prinzipien, nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen, Ausmerzung von Armut, Schützung von natürlichen Ressourcen und Ökosystemen, öffentliche Beteiligung, Zugang zu Informationen, verantwortliche Regierungsführung, Umweltzielerfüllung und so weiter.
90% der Methodologie müssen erfüllt sein, um nominiert zu werden. Die internationale Expertenjury hat 15 Praktiken ausgewählt. Sie erfüllen die Notwendigkeiten heute, ohne die Zukunft, die zukünftigen Generationen zu benachteiligen. Und das sind außergewöhnliche Praktiken in der Agroökologie 2019. Und die Gewinner werden jetzt vorgestellt. Die Aoma Obama, die ich hier auch nochmal meinerseits herzlich begrüße. Und dankbar bin ich für die langjährige, großartige Zusammenarbeit mit unserer Vorstandsvorsitzenden Alexandra Wandl. Und in diesem Projekt hat uns Ingrid Heindorf die ganze Koordination ermöglicht. Dank auch der Zusammenarbeit erwähnt wurde es mit TAGS. Ich würde gerne sagen, liebe Freunde, seit 1985 arbeite ich für den ökologischen Landbau. Meine ersten Erfahrungen mit den Schwierigkeiten der Implementierung agrarökologischer Praxis konnte ich 1987 bis 1992 in Paraguay unter diktatorischen Umständen oder postdiktatorischen machen. Schmerzhafte Erfahrungen auch. Es ging um Projekte mit Mbia, Tumbajajo und Ibitoso, Indianerstämmen, die angesiedelt werden mussten und hineinfinden mussten in einen agrarökologischen, wie wir es damals schon nannten, Lebensstil. Ich habe dann in den 2000er Jahren auch 5 Jahre ein Agrarwissenschaftlernetzwerk von Nigeria bis Kenia koordinieren dürfen, was jedes Jahr vor einer neuen Aufgabe stand in der Dokumentation der wissenschaftlichen Erfassung der Praxen, wie es denn anders gehen könnte als durch eine weitere grüne Revolution, die ja propagiert wird, nach wie vor weltweit und auch für Afrika ausgeschrieben wird. Wie es denn weitergehen könnte im Sinne einer systemaren Alternative. Insofern war ich jetzt sehr glücklich, dass es dem World Future Council ermöglicht wurde, durch die Förderung von TAGS hier auf Praxis zu gucken, nachdem wir im letzten Jahr, und wir haben das gesehen mit Sikkim, Bernhard Geier hat es uns vorgestellt, und mit der Arbeit in Quito, Ecuador und anderen, die politische Dimension auszeichnen durfte. Jetzt geht es also heute und hier eigentlich nur um einen Fokus, dass uns allen klar wird, agrarökologische Praxen in ihrer Vielfalt sind weltweit am Wirken, tragen weltweit zunehmend zur Ernährungssicherung bei. Und das begeistert mich, nachdem ich eben 30 Jahre in dem Feld arbeite. Agrarökologie geht, auch wenn es ein so abstraktes Konzept zu sein scheint. Wir sollten auf die Praxen gucken und wir haben in der Jury dann herausfinden können, dass sowohl die politischen Anforderungen des World Future Councils als auch die Kriterien zur Agrarökologie, die gerade eben auch vorgestellt wurden, hier greifen. Ich möchte 6 Perspektiven herausgreifen in aller Kürze, die zeigen, was diese ganzen agrarökologischen Praxen wirklich im Kern da draußen in der Fläche unter uns Menschen und Mitmenschen in den ländlichen Räumen oder zwischen Stadt und Land gemeinsam haben. Sie sind definitiv partizipatorisch. Sie können nur aufblühen durch intensive Beteiligungsprozesse aller, die betroffen sind. Und sie organisieren Entscheidungsfindung in dem, was wir im wahrsten Sinne des Wortes basisdemokratisch nennen können. Ein wunderbares Beispiel, um es hier herauszustellen, ist das Zentrum für natürliche Ressourcen in Trockengebieten, die NRC, wo mehr als 600 Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Kenia miteinander daran arbeiten, Ernährungssouveränität für sich und das Umfeld über lokale Märkte zu organisieren. Neben dieser Dimension gibt es eine zweite, die allen gemeinsam ist, ja, sie sind reproduzierbar oder replizierbar. Das ist ein sehr schwieriges Konzept, macht mir auch als Wissenschaftler Probleme, auch wenn wir über Scaling Up reden, wir kommen vielleicht in der Diskussion noch dazu. Weil Agrarökologie sich ja dadurch auszeichnet, dass vor Ort von unten nach oben eigenständige Lösungen entwickelt werden. Weil es also gerade nicht
um das geht, was in der Industrie das Muster ist. Was hier funktioniert, könnte auch dort funktionieren, unter der Voraussetzung von Agrarinputs, die wahrscheinlich nicht nachhaltig sind. Also wenn wir da auf Replizierbarkeit gucken, sollten wir in Klimazonen denken, sollten wir in geobiologischen Gesamtzusammenhängen uns bewegen, wo eine Übertragung sozusagen von Dorf zu Dorf oder von Kleinraum zu Kleinraum möglich ist. Da ist für uns als Praxisbeispiel die bauerngeleitete natürliche Regenerierung, Farmers Managed Natural Regeneration, FMNR, ein herausragendes Beispiel, wo kostengünstig und auf einfachster technischer Basis Bauern daran arbeiten können, Baumstümpfe wieder ins Leben zu bringen, Baumsetzlinge in den Boden, die dort vielleicht angelegt sind, so zu kultivieren, so zu regenerieren, dass schnell ein wesentlicher Beitrag für eine Klimasenke und für Agroforstsysteme entstehen kann. Dieses Projekt zeigt, dass durch das Miteinander von Bauern, und es wird mittlerweile in 24 Ländern angewandt, allerdings auf der jeweiligen biologischen Basis des jeweiligen Landes, zeigt, dass wir schon unter bestimmten Voraussetzungen auch über Reproduzierbarkeit, Replizierbarkeit reden können. Selbstverständlich geht im Zeichen der Nachhaltigkeit und im Zeitalter nichts ohne ökonomische Nachhaltigkeit. Ja, die Projekte, die wir ausgezeichnet haben als herausragende Praxisbeispiele für Agrarökologie 2019, sind weitestgehend wirtschaftlich nachhaltig. Weitestgehend sage ich deshalb, weil gelegentlich internationale Hilfsmittel nicht nur an technischem Support, sondern auch an Geldmitteln dazu geführt haben, dass die Projekte ins Leben kamen. Wo das definitiv nicht passiert ist, und das möchte ich Ihnen als Beispiel vorstellen, ist die chinesische Farm, übersetzt auf Deutsch gemeinsame Ernte, heißt sie so schön, ein Sozialunternehmen, welches wöchentlich biologisch und lokal angebaute Lebensmittel an über 800 Konsumentinnen in Peking liefert. Dieses Projekt finanziert sich seit dem Start selbst und erzeugt letztes Jahr, also 18, ein Einkommen von über 1,5 Millionen US-Dollar umgerechnet, mit einem Profit von etwa 10%. Der Profit, der eingesetzt werden kann und wird, um neue Projekte anzuregen. Dieses Praxisbeispiel, und ich habe selbst 10 Jahre als Gastprofessor immer wieder in China arbeiten dürfen, legte und wirkt immer noch als Fundament der chinesischen Bewegung für solidarische Landwirtschaft. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen in einem totalitären Regime. Und bewirkte seit seiner Gründung eine Transformation chinaweit von über 1000 Bauernhöfen, möchte ich kaum sagen, sagen wir mal chinesischen Farms. Angesprochen wurde, dass es ein Merkmal von agrarökologischen Praxen ist, sich auf traditionelles, lokales Wissen einzulassen, genauso wie auf kleine oder mittlere Technologien einzulassen. Auch hier haben wir in den meisten unserer herausragenden Praxisbeispielen für 2019 identifizieren können, um welches Wissen es sich handelt. Ich möchte da noch nicht, auch das ist eine Einschränkung von Wissenssystemen, sprechen. Dafür müsste länger daran gearbeitet werden und eben eine wirkliche Allianz vor Ort geschaffen werden zwischen Forschern und denen, die die Arbeit machen. Und dazu braucht es vielleicht auch wieder Gelder vom BMZ. Aber ich kann davon reden, dass ja, es geht um tradiertes Wissen. Und wir haben hier mit dem ABN, dem African Biodiversity Network, eine Organisation identifizieren können, die hier für unseren Nachmittag als Praxisbeispiel zählen soll. Dort arbeiten 4640 Bauern am Erhalt des Saatguts. Malawi ist angesprochen worden, ich brauche in die Details nicht einzugehen, das geht relativ analog. Und es ist vor allen Dingen deshalb wichtig, das wissen wir alle, weil Saatgut in bäuerlicher Hand bleiben sollte und muss, wenn Agrarökologie eine Zukunft haben will weltweit. Die fünfte Dimension ist dann das, was wir als moderne Technologie hier auch alle teilen. Ja, Digitalisierung findet statt und Innovationen, Veränderungen, auch gerade in der Kommunikation zwischen den Akteuren vor Ort, läuft digital gestützt und auch über digital gemanagte Governance-Prozesse, also Führungsprozesse
vor Ort, weil die Projekte komplex sind und Führung brauchen. Ein relativ junges Praxisbeispiel, was wir identifizieren konnten in unserer Juryarbeit, ist die afrikanische Firma Premium Hortus. Die setzt ganz auf Onlinehandel von agrarökologischen Produkten und verbindet somit Direkterzeuger und Konsumentinnen. Und last not least, neben der Biodiversität ist die Klimarelevanz aller landbaulichen Praxen ein entscheidendes Kriterium für Zukunftsfähigkeit und Enkeltauglichkeit. Die von uns identifizierten Projekte und Praxen wirken nicht nur klimaresilient, sondern ich möchte sagen, weitestgehend klimapositiv. Ich betone das auch, weil wir hier natürlich im Wettbewerb zwischen der systemaren Alternative der agrarökologischen Praxis und dem, was industriell betrieben wird, in einem Nachhaltigkeitswettbewerb sind, weil wir brauchen die nicht nur die Broschüren zu lesen, sondern es wird auch praktisch nachgewiesen, in Deutschland beispielsweise durch die DLG, dass es auch industrielle oder konventionelle Landbaupraxen gibt, die klimasmart, heißt es, sind, funktionieren. Aber klimasmart unter den agrarfossilen und synthetisch-chemischen Einflüssen ist etwas anderes, als agrarökologisch klimapositiv zu arbeiten und das dann auch noch zu dokumentieren auf im bäuerlichen Maßstab. Unser schönstes Beispiel hier ist Sekem, es wurde schon erwähnt, die konnten jetzt im letzten Jahr dokumentieren, wie sie durch ihre organischen Praxen 500 Millionen Tonnen CO2 binden und in bodenverbessernden Maßnahmen umsetzen könnten, inklusive der Pflanzung von 600.000 Bäumen. Also da gibt es auch große Stückzahlen, was mich im Wettbewerb mit industriellen Systemen so fasziniert an dieser systemaren alternativen Welt der agrarökologischen Praxis. Herzlichen Dank. Theo, gleich auf dem Podium. Franz Theo Gottwald, wir haben einen Platz auf dem Podium für Sie reserviert und ich bitte noch einen Gast nach vorne, den Sie noch nicht kennen, der noch das Telefon weglegen muss, Herr Schmidt. Denn wir wollen jetzt darüber diskutieren, was wir daraus machen, natürlich, was einmal so im Positionspapier steht und was wir daraus machen können, um es wirklich abzuscalen. Und dazu möchte ich Ihnen vorstellen, aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Stefan Schmitz. Er leitet dort die Unterabteilung Eine Welt und kein Hunger. Dieses Ziel möchten wir wörtlich verstanden wissen. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Was hatten wir denn gesagt, einmal hier nach außen. Den mittleren Platz, den halte ich frei. Ja, und dann bitte ich noch einmal nach vorne Abram Bixler von der FAO. Thank you for coming again. Und Sarah Schneider von Miserio, bitte noch einmal mit Applaus. Und hier, ja, please. Und hier vorne in der ersten Reihe sitzt Liam. Und wenn Sie Fragen auf Französisch, Spanisch, Englisch ja sowieso stellen können, dann übersetzt er schnell. Und das alles muss natürlich ins Mikrofon sein, sonst können die Übersetzer nicht zurück auf Englisch übersetzen. Aber also Sie dürfen in allen, ziemlich vielen Fragen, wir eben eine für Sprachen haben wir im Angebot, um zu fragen. Ja, schön, dass Sie alle hier auf dem Podium sind. Herr Schmitz, natürlich möchte ich gerne mit Ihnen beginnen, denn das Positionspapier hat ja direkte Forderungen auch an das Entwicklungsministerium und überhaupt an die deutsche Politik gestellt. Wie haben Sie denn draufgebracht und wie weit können Sie denn unseren Vorschlägen folgen? Sollen wir Punkt für Punkt vielleicht durchgehen? Ich fange einfach mal an zu plaudern. Und dann, ich denke, ich kann dem mit gutem Gewissen sehr gut folgen. Ich meine, das ist immer dann sehr billig. Man kriegt dann jemanden als Ministeriumsmitglied, jemand eine Frage stellt und dann antwortet man, ja, machen wir alles schon. Ist billig, weiß ich. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, ich glaube, wir haben durch die Möglichkeiten, die wir durch die Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger haben, hier in den letzten Jahren wirklich eine super Basis legen können in vielen Bereichen, die jetzt durch die verschiedenen Vorträge angelegt wurden, die verschiedenen Aspekte, da auch wirklich aus deutscher Sicht mehr zu machen. Ich habe die Liste der Preisträger jetzt gesehen und jetzt ohne, ich kenne nicht alle unsere hunderte Projekte auswendig, aber ich habe direkt beim ersten Blick drauf gesehen, dass mindestens zwei aus dieser
aus dieser Liste mindestens zwei auch unmittelbar durch uns gefördert werden. Das ist dieses Farmers-led Natural Resource Management. Tony Rinaldo ist uns sehr gut bekannt. Und das SECEM-Vorhaben, das wird mit Sicherheit, das sind nicht die einzigen, aber das zeigt auch, also wir sehen genau diese Chancen in den Bereichen und wir suchen diese Partner. Ich gehe nochmal zurück. Im letzten Frühjahr war ich auf Einladung der Abgeordneten des Europäischen Parlaments, Maria Heubuch, in Brüssel gewesen, zu einer sehr interessanten Veranstaltung über Agrarökologie. Und diese Veranstaltung war für mich auch nochmal in vielfacher Hinsicht so ein Augenöffner gewesen. Einer der interessantesten Beiträge für mich war das, was britische Kollegen berichteten. Da war also britische Universität, die hatten untersucht, das agrarökologische Profil unserer britischen Kollegen. Ja, DFID, DFID, Department for International Cooperation. Und das Ergebnis dieser Untersuchung, dieser Portfolioanalyse, was DFID weltweit macht im Bereich Agrarökologie oder die Verfolgung ökologischer Ansätze in dem, was DFID im Bereich Agrar macht, war niederschmetternd. War echt niederschmetternd. Also das war 5% oder 10% das, was die Kollegen dort auf der Insel machen, gehorchte diesen Prinzipien. Leute, nee. Zwei Reflexe bei mir. Erstens, da sind wir besser, aber wahrscheinlich sind auch wir nicht gut genug. So. Also wir, BMZ. Also nicht, was wir in Deutschland machen, dazu fühle ich mich nicht beruhigt, dazu habe ich eine Meinung, aber das ist heute nicht mein Thema. Die dürfen Sie trotzdem ganz kurz äußern. Ganz kurz, hört keiner zu. Führen Sie mich nicht in die Falle hier. Bitte doch. No. Keine Presse, da die falsche Schlagzeile. Okay, aber wir haben verstanden, danke. Also, ne? Und also erstens, ich bin überzeugt, dass wir in einer besseren Startposition sind. Gleichzeitig denke ich auch, es ist nichts, was man nicht noch besser machen kann. Wir haben uns dann im Team zusammengesetzt. Der Kollege Björn Niere von mir ist ja auch, der hört ja auch zu, unser Experte Agrarökologie, von dem habe ich viel gelernt. Und wir überlegen jetzt, was machen wir? Wir machen so etwas jetzt auch. Das ist eine Vorbereitung. Wir werden unser gesamtes Portfolio, was wir im Agrarbereich machen, in der technischen Zusammenarbeit mit GIZ, in der finanziellen Zusammenarbeit mit KfW, werden wir jetzt mal unter die Lupe nehmen und mal schauen, wo kommen wir aus? Unter der Fragestellung Agrarökologie. Ja? Ist da wirklich auch Agrarökologie drin, wo wir meinen, ist so. Und dann mit dem Ergebnis, daraus werden wir sicherlich unsere Schlüsse ziehen, denn ich bin da entschlossen, das wirklich zu einem ganz ernsthaften Thema unserer Arbeit zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, Vorsicht, ich will jetzt 100% Agrarökologie haben. Ich weiß wohl auch, dass das selbst bei deutschen NGOs, ich weiß jetzt nicht, ich kann das nicht von allen sagen, aber soweit ich den Überblick habe, nicht so ist, dass sie sagen, wir machen 100% Agrarökologie, weil es gibt im Einzelfall bestimmte Situationen, wo wir da mit den Kriterien vorsichtig sein müssen. Aber wir wollen mehr tun. So. Dann jetzt mal so dritter Punkt. Wir haben im Laufe der letzten Jahre einiges gestartet, auf den Weg gebracht, wo ich sagen würde, das trifft wirklich wichtige Punkte von Agrarökologie. Wir haben jetzt neu, das ist noch in Vorbereitung, das startet aber jetzt, ökologische Wissenszentren in Afrika. Das stand auch auf einer der Folien. Sie hatten es erwähnt. Ja? Wir haben zwar bereits im Rahmen der Initiative 15 Zentren weltweit, grüne Innovationszentren, wo es um allgemeine fortschrittliche Wissensvermittlung geht, Sovngrad. Wir haben aber als Lücke erkannt, überhaupt mal vorhandenes Wissen in Afrika insbesondere zu sammeln, zu bündeln. Was gibt es da überhaupt? Wirklich örtlich vorhandenes Wissen. Das bringt ja wenig, dass wir unser Wissen rüberbringen, sondern was gibt es an gutem agrarökologischem Wissen auf dem Kontinent?
und ausgehend von dem gesammelten Wissen dann diese Verbreitung, also es einem breiteren Kreis zu vermitteln. Nicht nur die ohnehin Überzeugten, die es machen. Nein, wir müssen ja die erreichen, die es noch nicht sind. So, und das machen wir. Wir haben praktisch 3+1 Zentren, 3+1 Akteure. Den einen tue ich mal so ein bisschen zur Seite, den hole ich gleich nochmal aus dem Hut. Die 3 Zentren werden aufgebaut, haben wir breit konsultiert im auch mit zivilgesellschaftlicher Beteiligung in Deutschland, um genau die richtigen Akteure zu bekommen, im Senegal, in Sambia und in Uganda. Ich solche Zentren aufzubauen. So. Gut, genau. Erstmal für den ersten Überblick, genau für das wiedergespiegelt aus dem Entwicklungsministerium. Denn ich würde gerne, wir kommen auch noch mal auf diese Policies am Ende zurück. Ich würde gerne einmal noch fragen, denn die Autorinnen der Studie waren ja interessiert auch an einem Feedback. Wir haben jetzt gehört, im Entwicklungsministerium ist dieses Prinzip angekommen, noch nicht zu 100%, haben Sie gesagt, aber über die das Feintuning müssen wir nicht reden. Das Prinzip ist angekommen. Aber ich würde gerne Abram Bixler auch fragen nach seinem Eindruck vom Positionspapier, von den Forderungen, ja vielleicht auch von der Arbeit des Bündnisses. Abram Bixler aus from a FAO perspective, please. Thank you very much. Danke. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin, und ich danke auch für das Positionspapier. Was ich mit großer Freude sah, waren diese 10 Elemente, die das Papier aufführt. Denn die Idee ist doch, Agrarökologie als Tool zu nutzen, ein Instrument, das unterschiedliche Elemente vereint in der Komplexität der Systeme, wie wir sie kennen. Wir wissen, was die Anforderungen sind. Wir wissen, wie die unterschiedlichen Elemente sich gestalten auf der Nachhaltigkeitsebene. Und die Frage ist, wie können sie genutzt werden, um einen Übergang zu realisieren? Und insofern habe ich mich gefreut, dass es auch diesen politischen Fokus gibt, Ökologie als eine Möglichkeit, Armut auf dem Land zu bekämpfen, zum Beispiel als einen Aspekt. Die FAO hat bis zum 2. Internationalen Agroökologie-Symposium im April 2018 immer gedacht, dass die FAO mit Blick auf Landwirtschaftspolitik weltweit identifizieren muss, welche Chancen es gibt, hier mehr zu tun, mehr zu erreichen. Und ich glaube, die Agrarökologie ist da tatsächlich ein gutes Mittel. Also die Bekämpfung von Armut über Politik ist hier sicherlich sehr gut angelegt, auch die ermutigenden Beispiele. Einverstanden? Die 10 Elemente der Agroökologie und auch das Fördern von der Scaling-Up-Initiative ist da sicherlich positiv. Natürlich auch Sarah Schneider. Theo Gottwald, ich würde Sie natürlich auch gerne fragen, mit dieser ganz langen Erfahrung, auch schon mit den Kämpfen, und auch, Sie haben ja auch einen sehr klaren Blick auf die Leute, die im Moment viel Geld verdienen im Agrobusiness und mit Agrarökologie eben sehr viel weniger Geld verdienen können, die ihre Marktanteile behalten wollen. So, wie blicken Sie auf das Positionspapier und auf die Durchsetzungschancen? Das Positionspapier haben wir ja mittelbar über den World Future Council auch mit unterschrieben, weil es vollumfänglich all das zum Ausdruck bringt, was für die systemare Alternative der Agrarökologie wesentlich ist. Also auch erster Schritt Zustimmung. Ich wundere mich, warum wir da nicht gefragt wurden, das zu unterschreiben, aber das ist jetzt Institutionenegoismus. Also als Schweinfurt-Stiftung. Ja. Aber wir können doch, noch, oder? Sie sind, ihr oder? Erweitert euer also 57 haben wir unterschrieben. Genau. Ja. Aber darum geht es ja gar nicht. Also das, was mir auffällt an der Debatte, ist, es wird zu wenig über den Machtaspekt geguckt, drauf geschaut, weil die Durchsetzungsbedingungen dieser Praxen, die wir jetzt auch angeschaut haben,
nicht selbstverständlich sind und im großen Teil auch gar nicht gegeben sind. Oder dort, wo plötzlich Boden, Wälder, Agroforstsysteme oder gute permakulturelle oder organische Landbaupraxis geschieht, wird, und das ist ein sehr dialektischer Prozess, sofort die Basis gelegt, um Neugier zu erwecken bei denen, die nun eine gewisse Produktivität brauchen, industriell gesehen, um darauf aufzusetzen, die schon ein Wissen brauchen, ein gewisses Management-Know-how vor Ort brauchen, eine gewisse Form von Vernetzung brauchen, damit sie dann mit industriellen Verfahren und den Versprechungen am Weltmarkt Geld zu verdienen oder auch am lokalen oder regionalen Markt mehr Geld zu verdienen, dann sich aufstellen. Also es ist ganz und gar nicht so, dass die Souveränität oder das Recht auf Nahrung vor Ort irgendwo richtig wirklich durchgesetzt ist. Und darauf würde ich gerne viel, viel mehr Wert legen durch das internationale Vernetztsein, was wir hier jetzt auch gerade inszenieren, zelebrieren und verstärken wollen. Damit vor Ort Bedingungen der Koexistenz, wie ich das gerne nenne, geschaffen werden. Die sind in der Regel weder landespolitisch noch regionspolitisch gegeben. Und das ist das kleine Drama und das Risiko schneller Kipprozesse für nächste Wellen der agrarindustriellen Intensivierung, gerade dort, wo gute Praxis ist. Ja, Sarah Schneider, das ist jetzt ganz schön schwierig, darauf zu antworten, wenn man für ein Bündnis mit so vielen Stimmen spricht. Aber kann man diese Machtfrage und sozusagen das Interesse der anderen, die daraus Profit schlagen wollen, nicht im Sinne der Ernährungssouveränität, kann man das irgendwie einbauen? Muss das ins Positionspapier oder geht es erstmal darum, wir setzen das durch? Erstmal begrüße ich, dass das Positionspapier auf so viel gute Resonanz gestoßen ist. Das Thema Kooptation und Verwässerung des Konzepts, das ist natürlich eine Riesenbaustelle und ich habe da persönlich auch Bauchschmerzen mit. Also ich glaube, es ist ein wichtiger Moment, dass wir heute hier das Positionspapier publizieren. Ich finde es wichtig, dass wir so ein breites Bündnis geworden sind dafür. Und ich finde es auch gut, dass wir hier heute diese Debatte dazu haben und auch ein breit aufgestelltes Podium, ne? Was ich nicht möchte, dass passiert, ist, dass Agrarökologie zunehmend debattiert wird auf High-Level-Panel-Foren, in abgeschlossenen Räumen, auf hochrangigen FAO-Konferenzen, ohne dass die Zivilgesellschaft und insbesondere auch Bauernorganisationen, Menschen, die Agrarökologie schon sehr viel länger einfordern als wir selbst, die es Tag für Tag umsetzen und die vor allem auch in den ländlichen Räumen ausharren und von dort aus Widerstand leisten, dass die nicht weiter mit einbezogen sind. Weil wenn das passiert, dann sind wir sehr nah dran an der Kooptation und an der Verwässerung des Konzepts. Vielen Dank, Sarah Schneider. Ich war auf einer solchen FAO-Konferenz und da waren ganz, ganz, ganz viele Farmer dabei und die haben mit den Wissenschaftlern gesprochen. Das hat mich sehr beeindruckt, dieses auf Augenhöhe miteinander reden und das ist eigentlich auch der Sinn, wie Agrarökologie funktionieren kann, denn ich fand, das hat da schon ganz gut funktioniert. So, also zumindest bei der FAO weiß man, alle müssen dabei sein. So, ich würde gleich aber nochmal nachhaken bei der Machtfrage, bei der Frage, was sind die Hindernisse, dass wir dieses tolle agrarökologische Konzept noch nicht überall haben. Sie haben das Mikrofon bereit. Ich frage Sie gleich nochmal, aber vorher möchte ich erstmal Ihnen allen Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Und ich möchte aber zunächst mit Umar Ba beginnen, denn der ist Bürgermeister von Diop im Senegal und er ist vom World Future Council gewürdigt worden für sein Landwirtschaftsprogramm. Und weil Sie gekommen sind, bienvenue, Monsieur Ba. Deshalb möchte ich Sie auch gerne fragen nach Ihren Erfahrungen. Quelles sont votre expérience de l'agriculture? Liam, il va traduire ce que vous disiez. Et voilà le microphone. Umar Ba aus Senegal. Voilà, je vous remercie, madame. Et je suis très content d'être là. Et je remercie les organisateurs de m'avoir associé à cette importante rencontre d'échange. Erstmal freut es sich, hier zu sein und mit Ihnen reden zu dürfen. Voilà. Et comme l'a montré tout à l'heure, donc toutes les images qui illustraient la malnutrition et la faim dans le monde sont des images qui viennent d'Afrique, comme on l'a projeté tout de suite dans le tableau.
Wie wir vorher gesehen haben, ganz viele von den Bildern, die wir sehen, die Mangel an Ernährungsmitteln zeigen, kommen aus Afrika und daher möchte ich auch sprechen. Ça montre que tout ce qui touche à la lutte pour l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire, l'Afrique doit être au premier plan. Also alles, was Essenssouveränität angeht, muss Afrika ganz vorne stehen. C'est pourquoi nous sommes là. Deswegen sind wir da. Et je pense que dans la promotion de l'agroécologie, l'Afrique a un grand rôle à jouer. Und ich glaube, dass die Unterstützung Agroökologie da eine große Rolle zu spielen hat. 60% des terres, des réserves de terres se trouvent en Afrique. Auf 100% der Erde in Afrika. Nous avons des espaces qui ne sont pas encore détruits par les pesticides chimiques. Wir haben schon Fläche, die gar nicht von Pestiziden getroffen sind. Il y a des zones qui sont protégées jusqu'à présent et que c'est, je pense qu'on doit s'appuyer sur ces potentialités pour promouvoir l'agroécologie. Es gibt ja auch Fläche, die extra geschützt sind und das müssen wir auch unterstützen. Nous avons des chances que beaucoup de continents n'ont pas encore puisqu'ils n'ont pas autant de réserves de terre non encore détruites. Und wir haben ja auch die Chance, das auf andere Kontinenten durchzuführen. Et dans cette logique, faut favoriser une approche territoriale. Und in dem Sinne müssen wir eine territorialistischen Approche durchführen. On a vu quand les différentes expériences en matière d'agroécologie, les gens, certains travaillent pour le compost, d'autres font le commerce équitable, d'autres travaillent dans les déchets. Alors, et que chacun de son côté, mais nous pensons que l'approche territoriale consiste à concentrer toutes ces actions dans un même territoire. Wir haben gesehen, dass in verschiedenen Regionen verschiedene Sachen angesprochen werden. Zum Beispiel das, was Waste oder das, was Wasser oder das, was irgendwas angeht, ist in einzelnen Bereichen gemacht. Besser wäre, das alles zusammen in einer Territorie hinzukriegen und zu schaffen. Ça permet une meilleure visibilité. Das ermöglicht eine erhöhte Sichtbarkeit. Et que c'est là où on pourra, si dans une commune on fait l'agroécologie et que l'agroécologie parvient à nourrir ses populations dans cet espace territorial, on saura bien que l'agroécologie peut nourrir le monde. Und das kann sich durch agroökologischen Einsätze durchführen lassen. J'insiste beaucoup sur l'approche territoriale. Ich finde, dass ein Einsatz in territorialistischen Einsatz sehr wichtig ist. Flächenansatz. Et je remercie tout le monde de m'avoir permis de prendre la parole. Okay. Merci. Vielen, vielen Dank für diese Sichtausgabe. Wir sammeln jetzt mal Ihre Fragen. Wir können nicht lange überziehen und wir müssen ja noch über die neue Politik hier sprechen. Wenn wir mit dem Mikro einmal von dort diese Runde machen. Danke. Bitte, genau, danke. Ich denke, also ich finde sehr viele gute Ansätze also in dem Positionspapier, insbesondere auch zum Thema Urban Gardening, wo jeder Mensch etwas in der Kommune konkret machen kann, um dort also Grün zu schaffen, um dort etwas zur Versorgung zu schaffen. Was mir ein Stückchen in dem Papier fehlt, wie weit also konkret auch bio-vegane Ansätze gefördert werden. Das heißt eine Landwirtschaft, tierleidfreie Landwirtschaft, eine Landwirtschaft, die auf Gülledüngung verzichtet. Denn das ist auch eine Perspektive, denn dieser große Fleischkonsum ist auch ein großer Erzeuger von Methan und trägt dann mit zum Klimawandel bei. Und zum zweiten haben Sie dann da drin das Thema Brasilien. Da müssen wir wirklich aufpassen und Solidarität mit den demokratischen Kräften in Brasilien haben und auch dort den Kleinbauern, denn diese faschistische Regierung Bolsonaro ist dabei, sämtliche Fortschritte dort in diesem Land zu zerstören und, der Regenwald und ist also auch den Regenwald inzwischen abzuholzen. Sie haben eine Ministerin, die mit der Agrochemie verbandelt ist. Ich glaube, dieses Riesenproblem ist geschehen.
Und da sollten wir wirklich auch konkret. Danke für den Punkt Brasilien. Danke für den Punkt Brasilien. Das ist ein Riesenproblem. Es ist, glaube ich, bekannt. Und, aber wir nehmen auch natürlich die Tiere mit auf dieses Podium, denn zu einem ganzheitlichen Ansatz, Fläche und alle Menschen inklusiv, da gehört natürlich auch der Tierschutz dazu. Auma Obama und dann Herr Mayer. Danke. Ich habe ein Problem. Ich fange einfach so an, weil ich finde das unheimlich gefährlich, wenn man dieses Thema behandelt, ohne Europa und USA mit einzubeziehen. Wir haben hier Zahlen gesehen, dass bei der Nominierung USA hat 2 Nominierungen gehabt, Europa hat 4. In der restlichen Welt, die sogenannte Entwicklungswelt, die sogenannte dritte Welt, hat die meisten Good Praxis Beispiele. Und das finde ich, das ist für mich ein großes Problem. Ich weiß nicht, wie viele Afrikaner hier sind in dem Raum. Wir reden über unseren Kontinent, unseren Teil der Welt, als hätten wir das Problem. Wir sind das gesunde Teil dieses Planet. Wir sind die letzte Hoffnung. Wir sind die letzte Bastion. Wir hungern jetzt, weil wir noch nicht erkennen, was wir haben, weil wir das noch nicht wertschätzen. Aber im Grunde, wer ungesund ist, ist in Europa und in den USA. Das Healthy Eating findet bei uns statt. Und für mich ist wirklich, ich sage das ganz ehrlich, ich bin Mitglied des Councils. Alexander, du wirst mir verzeihen. Ich finde es eine gewisse Arroganz, wenn man von unserem Kontinent so redet. Und ich mache vielleicht für allen hier alles kaputt. Aber ich finde auch, es sitzt kein Afrikaner an dem Plenum, Es sind kein Asiater. Das sind Experten aus dem Ausland. Ich würde sagen, wir müssen Hilfe beitragen, damit Europa gesund wird. Der Boden ist kaputt hier. Das Wasser ist kaputt. Die Luft ist kaputt. Und wir schauen auf unsere Länder und geben den Eindruck, als wir mussten geholfen werden. Wir mussten zusammenarbeiten. Aber bitte, man muss diese Art, diese Art der Adresse, die Art, wie man damit umgeht, ändern. Ich muss das einfach sagen, weil ich mache diese Arbeit auch. Und ich möchte wissen, wie viele Leute aus Afrika kommen hier, weil das geht nicht so. Es gibt ein falsches Bild für unsere Kinder, für unsere Regierungen, für alle. Wir haben das gesunde Land. Komm zu uns und lern von uns. Komm nicht und sag uns, wie es geht. Komm zu uns und lern von uns und nimm was von uns mit und arbeiten wir in Partnerschaft. Weil am Ende wird Afrika diese Welt ernähren. Und deswegen passt man auf dieses Kontinent auf. Und das finde ich wirklich, da muss man drüber reden. So. Ich finde das wirklich enttäuschend, ich muss das sagen. Nein, es ist gut auf jeden Fall, dass Sie sagen, ich glaube, wenn wir so über Afrika sprechen, tun wir das auch in dem Bewusstsein, dass die europäischen Regierungen sehr lange ein falsches Modell dorthin exportiert haben, angepriesen haben und dass wir die Agro, darüber reden wir gleich noch auch bei der Arbeit, aber Franz-Theo Gottwald und Sarah Schneider vielleicht auch, oder? Wer mag also ganz antworten? Kurz nur als Sachimpuls. Für diesen Preis 2019 wurde bewusst ein Auftrag formuliert, auf die agrarökologischen Praxen des globalen Süden zu schauen, weil gerade die auch in Gefahr sind. Ja, das war der Auftrag. Ich habe auch als Jurymitglied als erstes in dem Call gesagt, hey, was ist das denn? Weil wir auch in Europa, und da bin ich jetzt in einer ergänzenden Position, auch in Europa natürlich eine Vielzahl von Projekten haben, agrarökologischer Praxis, gemeinschaftsgestützte Landwirtschaft, nur ein Beispiel, und die nehmen zu. Die ganzen Arbeiten der Ernährungsräte, die nehmen in Europa zu und in den USA das Gleiche. Ja, das heißt, es ist ein globales Phänomen, das an einer systemaren Alternative zur verstärkten Industrialisierung gearbeitet wird und teils auch im Austausch gearbeitet wird in einem Modell der Partnerschaft, was wir sicher, und da kann ich auch für die Kollegen in der Jury sprechen, die alle aus internationalen Institutionen, ja, wir können nicht selbstverständlich für mich jetzt wichtige Information in unserem Diskurs war vor allen Dingen deine Aussage, Afrika wird uns global ernähren. Wenn das so ist, ist ja vollkommen verständlich, dass sämtliche Ministerien für internationale Zusammenarbeit in dem patriarchalen, kolonialen Muster weiterarbeiten, nämlich Top-Down-Ansätze zu fördern oder, und da bin ich eben auch hellhörig geworden und auch das ist ergänzend zu dem Gesagten, gutes Wissen zu identifizieren,
Das wird auch von nordamerikanischen Firmen im Regenwald gemacht für medizinische Zwecke. Also das sind Einfallstore, die genau die Eigenständigkeit, die Zukunftsgerichtetheit afrikanischer, autochthoner, sage ich jetzt mal, Praxen gefährden werden. Ja, also für mich ist es hochproblematisch, überhaupt auf dieser Ebene mit öffentlichen oder Public-Private-Partnerschaften in dem Thema zu arbeiten. Ich wünsche mir nichts von Oldschool-Modellen, davon haben wir einige ausgezeichnet, weil sie einfach exzellent sind. Sie sind eben dann doch top-down gewachsen. Ja, ich unterstütze nachdrücklich und würde auch mehr Fokus darauf legen, Bottom-up-Ansätze und Ansätze, die an dem Souveränitätsthema als rechtlichem Thema arbeiten oder sich der Frage widmen, wie institutionalisiere ich Machtverhältnisse so, dass die Regeln, die Spielregeln dort gesetzt und verfolgt und durchgesetzt werden können von den Menschen, um die es geht, die nämlich Spieler sind. Ja, und da passiert, da sind Probleme drin. Das ist nicht einfach hier auf einem Podium, ob nun international besetzt oder nicht, zu lösen. Wow. So, wir haben ganz viele Fragen. Einmal dort und Sie haben sich gemeldet. Und dann müssen wir mal gucken, weil wir müssen tatsächlich fragen, was das BMZ dazu sagt, weil im BMZ natürlich ganz viel Lob für kleine Initiativen ist, aber auch ein großer Support, eine Unterstützung für Agrarindustrie, die an Initiativen arbeitet, in einem ganz anderen Sinne, ne? Aber wir hören erstmal, wir sammeln erstmal Fragen. Bitte. Ja, mein Name ist Michael Bender, ich leite die Bundeskontaktstelle Wasser der Grünen Liga und ich freue mich sehr, dass die Entwicklungsorganisationen, die das Positionspapier hier aufgestellt haben, so viel Arbeit und so viel Koordination reingesteckt haben. Und für mich ist es natürlich auch wichtig, dass auch dieser Wasser- und damit auch der Klimaaspekt da eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Aber was ein bisschen fehlt, und das haben wir auch versäumt, ein bisschen reinzubringen, ist so die Frage, wodurch diese agroökologischen Ansätze noch gefährdet sind, außer jetzt von Monsanto, Bayer und wie sie alle heißen. Ich denke, dass solche Dinge wie Bergbauentwicklungen oder Abholzung, da wird es ein bisschen Brasilien-Beispiel genannt, aber Aufkauf von Land und dann wird alles abgeholzt und vernichtet, wo aber eigentlich diese Projekte da sind und, sage ich mal, für hunderte Jahre existieren könnten, würde ich das Podium mal fragen, wo Sie da so die außeragrarischen Faktoren sehen würden, die jetzt diese positiven Projekte gefährden. Ja, danke für diesen Fokus nochmal. Ich würde gerne, gehen Sie einmal rüber mit dem Mikro, bitte genau dorthin und wir sammeln die Fragen, um dann zusammen zu antworten. Denn natürlich geht es nicht nur um Landwirtschaft, sondern um den Druck auf die Fläche, auch durch das, was immer Bioökonomie gesagt wird und was uns alle Sachen, die jetzt aus Plastik sind, in ungeheuren Mengen aus dem Land hervorproduzieren lässt. Bitte. Ja, mein Name ist Ulrike Bickel. Ich bin Agrar- und Umweltwissenschaftlerin, arbeite nach BMZ und Misera inzwischen bei Brot für die Welt. Mich hat sehr gefreut, Herr Schmidt, dass Sie gesagt haben, Sie wollen die BMZ-geförderten Projekte, also auch hoffentlich von GIZ und KfW, näher unter die Lupe nehmen. Ich komme gerade wieder aus Bolivien, wo ich intensiv zu Pestizideinsatz geforscht habe. Und ich habe dort auch mit dem scheidenden Leiter des GITS-Vorhabens Pro Agro geredet. Drei Förderphasen, fast 10 Jahre, zweistelliger Millionenbetrag. Dort wurde Intensivierung mit Bewässerungslandwirtschaft gefördert. Und es sind eben nicht nur die Agrarprojekte, sondern vor allem auch Bewässerungsprojekte, die das BMZ via KfW und GITS seit Jahrzehnten mit inzwischen Milliarden fördert, wo sowohl Pestizide als auch vor allem chemisch-synthetische Mineraldünger eingesetzt werden. Und ich habe mit dem ProAgro-Leiter in Bolivien gesprochen und natürlich ist dort mit der Intensivierung auch ein verstärkter Chemikalieneinsatz einhergegangen. Und ich habe ihn dann gefragt, warum, und hat er so mit den Schultern gezuckt und gesagt, ja, das hatte man irgendwie nicht näher so auf dem Bildschirm. Und es ist nicht nur ein Projekt. Ich hatte das auch Ihrem Mitarbeiter, Herrn Niere, schriftlich gemeldet zu diesem Agrarökologie-Dialog als mangelndes Kohärenzbeispiel, sondern es gibt eine Reihe weiterer Projekte. Ich glaube, Marita Wiegertal von Oxfam ist auch hier im Publikum, die sich sehr intensiv mit der SEWO befasst hat und da noch einiges zu Afrika sagen kann, wo das Grüne Innovationszentrum in Malawi beim Tabakforschungszentrum angesiedelt ist. Mich würde es sehr freuen, wenn wir Sie... Wir nehmen die Kohärenz aufs Podium, genau, weil wir so viele Stichwort Stimmen haben. Bitte zum Mineraldünger, Punkt. Davon sterben die Regenwürmer. Ein Misera-Partner macht da konkret Experimente. Ja. Das Bodenleben stirbt ab, vor allem durch chemisch-synthetischen Mineraldünger. Das fängt nicht erst mit den Pestiziden an. Und ich glaube, da wäre es toll, wenn Agrarökologie nicht nur eine Blume im großen
Portfolio des BMZ ist, sondern Sie wirklich Ihre Durchführungsorganisationen anwiesen, das kohärent immer umzusetzen. Direkt neben Ihnen war noch eine Stimme. Kurz nach vorne drehen, noch mal eine Vierteldrehung, da, genau. Und dann hören wir mal auf dem Podium. Danke. Ja, okay. Vielen Dank, Ursula Grün-Wittern von der Agrarkoordination. Das schließt ziemlich genau an die Vorrednerin an. Man kann nicht alles haben und ich glaube, im Moment ist die Situation so, dass im BMZ also mindestens zweispurig gefahren wird. Es ist schön, wenn Sie sagen, Herr Schmitz, dass viele Ihrer Projekte agrarökologische Maßnahmen enthalten und Projekte sind. Auch schön, dass es jetzt diese Zentren geben wird. Schauen wir mal, was die dann machen. Aber die große Spur ist, glaube ich, eine andere. Und wenn man sich dann nicht verabschieden kann von Unterstützung wie AGRA, der Zusammenarbeit mit der Bill und Melinda Gates Foundation, wo wirklich Millionen und große Millionenbeträge reingehen, dann ist das nicht glaubwürdig. Dann macht man was und macht aber beides und verabschiedet sich nicht von einer Sache. Und da würde ich Sie gerne fragen, wenn Sie das einschätzen können, wie ist denn die Gewichtung so in Prozenten an Geld, sage ich jetzt mal, vielleicht ist es am einfachsten, ich sage mal der Öko-Teil und der andere Teil. Können Sie das so einfach nur so ein bisschen peilen für uns? Wie teilt sich das denn so auf? Ja, danke schön. Herr Schmitz. Ja. Erstens das... macht mich hellhörig, ist offensichtlich eins der Projekte, was auch schon, Sie sagten ja, über Jahre, vielleicht Jahrzehnte irgendwo läuft, muss ich sagen, ja, macht mich natürlich hellhörig, aber auch gleichzeitig, sag mal, wundert es mich ja jetzt auch nicht. Es ist ja auch wirklich schon ein ganz altes Vorhaben. Es kam mal eben kurz die Frage auf, warum ist die Landwirtschaft heute auf der Welt so, wie sie ist und wegen Machtstrukturen und so weiter. Ich glaube, die Landwirtschaft heute ist auf der Welt so, wie sie ist, weil die Menschheit sie so seit 10.000 Jahren macht. Ja, und da gibt es mal Leute, die mehr mächtiger sind und mal unmächtiger sind. Dann gibt es Ideen, die werden promoted und manche Ideen nicht. Also wir kennen doch schon, also lassen Sie uns Klartext reden. Also natürlich ist immer das Ergebnis von, aber lassen Sie uns wirklich, weil es drückt an vielen der Sturm, weil man spricht es nicht klar aus, es geht um Kohärenz und es geht auch um den Einfluss von großen Playern, die sagen, grüne Evolution, das heißt viel Dünger, viel Pestizide und das sind Firmen, die sind in Deutschland und wir wollen alle wissen, warum die so viel Einfluss haben. Sie wollen jetzt fragen, wie viel unserer SEWO-Projekte in der Sonderinitiative läuft auf viel Dünger und viel Pestizide und viel Mechanisierung und so weiter. Es war einmal so ein bisschen dieser Anteil, aber Klartext. Auch die Politikkohärenz. Genau, beides. Ja. So, sage ich, 100% unserer Projekte gehört zu diesem Grundsatz. Und jetzt Zu agrarökologisch. Also, innerhalb Ihrer Sonderprojekte Wir haben kein Projekt, was nicht als Zielgruppe Kleinbauern hat. Wir haben kein Projekt. Wir sind jetzt einmal bei der Initiative. Welches Projekt? Mato Grosso ist überhaupt nicht. Wo sind wir im Mato Grosso? KfW unterstützt von der. Okay, Moment. Also wir lassen jetzt Herrn Schmitz ausreden und er redet zu. Lassen Sie uns bitte einmal auf dem Podium fehlen. Ich nehme Sie gleich noch dran. Aber wir haben drei andere Leute, die Fragen gestellt haben. Herr Schmitz redet jetzt aus, einmal über seine Initiative und dann fragen wir über die Initiative hinaus, wie die Frage ja schon gestellt war, was das BMZ über GIZ, KfW und alle anderen Organisationen nochmal. Aber erstmal ein Satz zu Ende zu Ihren Projekten. Unsere Sonderinitiative, in die wir seit 4 Jahren, das sind neue Projekte, seit 4 Jahren 1,5 Milliarden Euro Steuergelder investiert haben. Da gibt es kein einziges Vorhaben, was nicht Kleinbauern als Zielgröße hat. Es gibt kein einziges Vorhaben, was wirklich in diese rein klassische Richtung großer Input-Orientierung gibt. Kein einziges. Ich wäre bitte
Nennen Sie mir eins aus dieser Vielzahl. Ich will nicht ausschließen, dass es in unserem Portfolio des BMZ, wo Vorhaben über 20, 30, 40 Jahre gestartet wurden, wo sie eine Historie haben, dass es Vorhaben gibt, die aus heutiger Sicht nicht optimal sind. Das glaube ich gerne, die mag es geben, aber das ist nicht unsere Politik. Ich komme jetzt speziell Klartext auf, ich sag mal, das große Feindbild, was ja immer angesprochen wird, Agra. Agra ist jetzt sagen mal von Alliance for a Green Revolution in Africa unterstützen wir über die KfW mit 10 Millionen Euro und ist in unseren Augen nach meiner vollen Überzeugung ein strategisch richtiges Investment. Es war eben eine schöne Folie in Ihrem Schaubild, wo so sozusagen abgeklickt wurde auf so einer Kriterienliste mit 10 Punkten, ne, 10, so als Symbol in dem Film. Ja? Das mag ja sein, dass, wenn man Agra da unter die Lupe nehmen würde, 7 Kriterien oder 10 Kriterien, dass nicht alle 7 oder alle 10 dann den grünen Haken kriegen. Ja? Da werden vielleicht unterm Strich 1 oder 2 sein, möglicherweise die einen blauen oder ein rotes Kreuz kriegen. Aber auch da geht es in die richtige Richtung. Ich glaube, da gibt es so etwas von Mythen um Agra. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist eine totale Kleinbauernorientierung. Es wird häufig behauptet, Agra geht nur auf Gunststandorte, profitorientiert. Ich würde gern kurz einmal Frau Schneider hören, weil sie ja gesagt hat, dass wir die Mythen aufdröseln, Stopp von Unterstützung von Agra und dann kriegen Sie das Mikro wieder. Aber einmal hören. Wenn Sie mich hierhin einladen und ich wirklich angegriffen werde und die Bundesregierung angeht, dann möchte ich auch, gleich wieder. Dann möchte ich auch die Möglichkeit haben, mich zu erklären. Herr Schmitz, Sie haben gesagt, es gibt Mythen. Ich wollte einmal hören, was der Mythos ist und wie viele Fakten dran sind. Und dann sollen Sie es natürlich noch mal erklären. So, also, das Agrarökologiepapier fordert den Stopp von Agra und vielleicht... Ist es ein Mythos, Frau Schneider? Ja, und auch, dass wir eindeutig heutzutage Agrarsysteme haben, nicht so, wie sie sich über 10.000 Jahre lang hin entwickelt haben, sondern natürlich auch durch Milliarden Euro, Dollars, Unterstützung in bestimmte Richtungen besonders gefördert worden sind. Und dazu zählt eben auch Agra, gegründet von der Gates Foundation zusammen mit der Rockefeller Stiftung. Und hierbei geht es definitiv nicht um agrarökologische Ansätze, sondern... Es geht darum, Systeme zu fördern, die massiv auf Agrarchemikalien beruhen, die attraktive Bedingungen auch für Investoren schaffen, die Absatzmärkte schaffen für große Unternehmen wie Yara als Düngemittelproduzent, der jetzt Einzug halten soll in den afrikanischen Kontinent und dort Böden von Düngemitteln abhängig macht, die bislang noch zum Teil agrarökologisch bearbeitet werden und große Chance haben, wenn Agrar und so weiter jetzt nicht über den Kontinent hinwegzieht. So, zur Entmythifizierung des Mythos, aber Herr Schmitz. Ja, wir werden das mit dem Wegräumen von Mythen ernst nehmen. Ich denke, da ist viel Dialog erforderlich und ich kann das nur begrüßen, wenn wir solche Dialoge wirklich offen führen in Zukunft. Ja. Agra fördert das Kleinkreditwesen zum Beispiel in Bereichen, wo andere Entwicklungsbanken längst rausgegangen sind. Agra investiert in absolute Marginalstandorte, geht in Länder wie Südsudan. Wir bleiben mal hier auf dem Panel und wir haben hier so eine. Wir laden Sie herzlich gleich noch für die Beispiele an. Jetzt bleiben wir auf dem Panel hier. Die Gesamtförderung, ich mache es jetzt einfach mal, ich rechne schnell im Kopf. Die Gesamtförderung von NGOs ist, ich schätze mal, so 20 bis 30 Mal so hoch wie dieses eine Vorhaben, wo sie immer drauf rumhacken. Also bin ich ganz entspannt. Wieso?
Ich glaube, so. Herr Schmitz, vielleicht ganz kurz, weil die angespannte Stimmung würde ich gerne noch mal weiter haben, denn Sie merken, es beschäftigt viele Leute, weil es ja nicht nur eben tatsächlich um Mythen geht, sondern auch um Zugänge von Marken. Ich war gestern beim GFFA-Forum, die Schweiz hat eingeladen zur Digitalisierung, da war ein junger Bauer aus Sambia, super studiert in den USA, tolle Idee, er will den Bauern helfen, verbreitet Wissen über Apps, über Pestizide, Pflanzenkrankheiten, hilft den Bauern und sagt, natürlich war John Deere bei mir. Die haben schon angefragt. Die wollen mit mir zusammenarbeiten. Was sagen Sie denn einem jungen Mann, der genau den richtigen Ansatz hat? Und dann ist da natürlich ein Riesenunternehmen und hat auch diesen Ansatz, das könnten unsere Kunden werden. Und dann ist es eben nicht mehr Agrarökologie, was die da machen, sondern dann ist es eben eine Landwirtschaft, die abhängig wird, wie große Teile der deutschen Landwirtschaft abhängig geworden ist, von Investitionen, die in eine Verschuldung füllen und dann in eine Abhängigkeit. Ich glaube, das ist so ein Prinzip, was man auf dem Rest der Welt nicht auch noch verbreiten will. Und daher die Sorge, wenn ich es nochmal jetzt so diese Unruhe weitergebe, die Sorge, dass das Game genau der falsche Weg ist und dass wir uns da ein Entwicklungsministerium wünschen, was sagt, auch wenn es strategisch so, wie kommen wir da raus? Indem wir beispielsweise in Sambia, ganz konkretes Projekt, in ein Vorhaben die Förderung eines Sozialunternehmens, Comaco, Community-based Community Markets for Conservation, in ein einziges Vorhaben, in einem Land, mehr Geld investieren als in unsere gesamte Agrarförderung. Aber ist Comaco ist super. Das ist ein Sozialunternehmen. Okay, aber kurz nochmal zu Agra und hier. Geht es dann bei Agra, wenn es gar nicht so viel Geld ist, um diese Sache, dass BMZ steht neben dieser Konzerninitiative? Wenn es jetzt wirklich Geld nicht so wichtig ist, die haben ja eigentlich auch. Eine Konzerninitiative? Wieso ist das eine Konzerninitiative? Ist es nicht? Nein. Gucken, ich meine, wir sollten es wirklich in einen, wir brauchen da, glaube ich, einen extra Dialog zu. Es ist auch ein Mythos, dass es sich hier um eine Konzerninitiative halt. Ja, das ist, Agra fördert lokale Saatgutunternehmen, fördert den lokalen Saatgutsektor, macht Bildungseinrichtungen, geht in die Dörfer, geht in Nichtkunststandorte. Was wollen Sie im Südsudan, in Südäthiopien mit internationalen, das ist einfach ein Mythos. Das sind Dinge, die stimmen nicht. Ich nehme das als ein Dialogangebot an. Ich frage mal bei Bölz oder beim World Future Council, ob wir diesen Dialog fortsetzen, denn es gibt ja einen ganz, ganz großen Redebedarf, auch unter dem, was uns Obama mit auf den Weg gegeben hat, dass wir über diesen Blickrichtung, wer eigentlich wem helfen muss, noch mal sehr, sehr nachdenken müssen. Denn jetzt leider können wir es nicht weiter aufdröseln, weil alle im Aufbruch sind, noch zu weiteren Veranstaltungen wir den Raum langsam verlassen müssen. Ich versuche trotzdem die ganz schwierige Sache und von Ihnen auf dieser Runde ein Schlusswort einzusammeln, jeweils einen Satz, was die wichtigsten Sachen sein müssen, die nächsten Schritte, um Agrarökologie zu stärken. Und dann gebe ich noch für einen Schlusssatz an Ingrid oder Jan Urhan für die Initiative. Sarah Schneider, mögen Sie anfangen, nach dieser Diskussion jetzt und allen Punkten, an denen es brennt und viel Unruhe ist, die nächsten Schritte, um Agrarökologie zu stärken. Was müssen wir tun? Ich würde sagen, als ersten Schritt, das hat Herr Schmitz auch so angeboten, ist diese Studie. Ne? Ich würde mich auf jeden Fall dafür aussprechen, so wie wir es auch gefordert haben, dass diese Studie durchgeführt wird. Ich bin mir sehr sicher, dass die Ergebnisse nicht so optimistisch ausfallen werden, wie sie schon angekündigt wurden. Aber es ist wichtig, dass wir diese Studie einmal haben. Dann Runder Tisch Ökolandbau, die Wissenszentren, das ist ein erster Schritt, wir begrüßen das, aber es braucht mehr. Ne? Also auch da würde ich mich aussprechen für eine konsequente Begleitung, auch dass wir in engem Austausch bleiben, dass es Konsultationen gibt und gerade auch, dass man nicht nur bei den Wissenszentren stehen bleibt. Also es braucht sehr viel mehr. Sie haben es selber auch schon angesprochen, man hätte erst mal gucken müssen, was gibt es bereits lokal. Das ist einer unserer Kritikpunkte auch an diesen Wissenszentren gewesen, dass dieser Schritt nicht passiert ist. Und das hat mir eine Kollegin aus der Afrika-Abteilung gesagt, so, da ist über Jahre hinweg so viel passiert und jetzt kommen hier wieder eine Initiative aus Deutschland, die glaubt, sie können jetzt hier einen großen Rundumschlag machen. Die große Baustelle ist die Politikkohärenz. Sei es mit widersprüchlichen Programmen wie Agra, Private-Public-Partnerships im Rahmen der grünen Innovationszentren, aber auch was die Agrarhandelspolitik angeht. Ne, Brasilien ist heute immer wieder das Stichwort gefallen, Soja, Anbau, Abwaldung von Amazonien und so weiter.
Agrarhandel, wie Agrarhandel und andere Politikfelder mit Agrarökologie in Einklang gebracht werden können. Das ist eine Riesenbaustelle und dafür wünsche ich mir viel Commitment und wir werden es von unserer Seite auch weiter vorantreiben. Kohärenz. Vielen Dank, Sarah Schneider. Abram Bixler from FAO. Thank you very much. Herr Bixler. Ja, ich möchte nochmal diese anderen positiven und negativen Faktoren zurückkommen. Auf der positiven Seite, unsere Ansprechpartner sind die Mitgliedstaaten bei der FAO. Und da gibt es evidenzbasierte AÖ-Möglichkeiten. Wir haben multidimensionale Instrumente für die Analyse der AÖ in ihrer Komplexität und ihre Multidimensionalität. Und das ist ein Punkt, der konsensuell ist mit den Regierungen, mit der Zivilgesellschaft, mit der Akademie, um diese Evidenzbasis aufzubauen. Und diese Idee eines territoriellen Ansatzes, das ist wichtig, die Skalierung vom POTS bis hin zu den Nationalstaaten. Aber natürlich ist das lokalisiert in wirtschaftlichen Systemen, sozialen Systemen, Landwirtschaftssystemen und so weiter. Das sind natürlich wichtige, positive Dinge, die uns helfen, die Agroökologie weiter zu fördern und aufzuskalieren. Was müssen wir machen, um die aufzuskalieren? Kohärenz und Konsens sind ja zwei wichtige Punkte. Dialog. Man muss natürlich auch sich widersprechen können, aber zurückkommen dann auf den Punkt, was ist Agroökologie? Ist das eine Sozialbewegung, ist das eine Praxis und so weiter? Es ist ein großer Bereich unterschiedlicher Praktiken in dieser Multidimensionalität. Auch Soziologie, Wirtschaft spielen eine Rolle und natürlich auch das Thema der Finanzierung. Vielen Dank, wie gesagt, für die Einladung und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Er ist zu uns hier von Rom hierher gekommen. Er sollte eigentlich nach Thailand kommen. Aber vielen Dank, dass Sie gekommen sind, diese Mühen auf sich genommen haben, uns hier auf dem Podium zu Dialogangebot, denn ich glaube, das wäre wirklich eine wichtige Veranstaltung, die sich anschließen sollte, um das aufzudröseln. Gerne. Herr Schmitz. Gerne. Ich würde zum Schluss gerne noch mal darauf eingehen, was Obama gesagt hatte. Also, dass wir das nur in Partnerschaft lösen können. Und ich denke aber, dass sowohl der Norden im Augenblick als auch der Süden jeweils von einer Situation ausgehen, die nicht optimal ist. Und ich erinnere mich sehr gut an eine der Kernaussagen des heute mehrmals zitierten Weltagrarberichtes 2009. Die kleinbäuerliche Landwirtschaft des Südens, des globalen Südens, ist in der gegenwärtigen Form nicht nachhaltig. Jetzt meine Interpretation, da mögen wirklich Elemente auch sein, die nachhaltig sind, die positiv sind, Dinge, die man aufgreifen kann, traditionelles Wissen, lokales Wissen, ja, aber im Großen und Ganzen nicht. So, und für mich ist, wir starten im Norden in einer Situation, die ist nicht nachhaltig und viele Teile des globalen Südens ist es auch nicht. Wir müssen uns beide in eine andere Richtung, in agrarökologische Richtung bewegen. Genau der alte Kolonialismus. So, wir reden Sie gut. Wir müssen uns beide bewegen und genau das müssen wir in Partnerschaft machen. Das ist der Spirit der SDGs. Und da können wir beide auch voneinander lernen. Selbstverständlich. Und das in Partnerschaft. Ja, das ist Franz,
Danke, ja. Herr Schmitz. Franz Theo Gott, weil Sie haben die schwierige Aufgabe, hier jetzt Knoten aufzudröseln und zusammenzufügen und uns nochmal eine Marschrichtung für Scaling Up vorzugeben. Bitte, Herr Gottwald. Also nur zu den hier vorgestellten Praxen heute. Die sind unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten untersucht und bewertet worden. Und wir sind 10 Jahre weiter. Was Jastad angeht, war 2009, da hat sich etwas verändert in der Fläche. Und deshalb bin ich auch glücklich, weil ich sehe, auch in kurzen Zeiträumen kann durch die Macht der vielen lokalen Veränderungen global eingezahlt werden auf SDGs pro Klimagerechtheit etc. Das ist aber nicht das, was ich einbringen wollte. Was mir aufgeht und wo der Dialog vielleicht dann auch inhaltlich rumranken kann, ist eben nicht im Wettstreit der Agrarpraxen allein zu bleiben, sondern in die Kopplung zu gehen und da Kohärenz zu erzeugen, weil am Ende reden wir über Ernährungsstile und Ernährungskulturen lokaler, regionaler Art, die entweder erhalten bleiben können oder nicht, nämlich in Abhängigkeit von dem, was dort angebaut werden kann, verarbeitet werden kann und auch dort bleiben kann. Ich darf nur als Randbemerkung sagen, Quinoa wird eben nicht mehr in den Andenregionen selber verzehrt, sondern als Superfood in Biomärkten hier konsumiert, zu Preisen eingekauft, sodass es dort nicht mehr einzahlt auf die gewachsene Ernährungskultur. Insofern lade ich ein, wirklich in die Kopplung zu gehen, so wie es hier auch im Papier steht, mit Agrarökologie die Ernährungswende zu gestalten. Und das ist, glaube ich, ein produktiver Blick, aus der Ernährungswende zu kommen, aus dem, was nötig ist, damit Menschen gut, global und lokal satt werden, ohne Klimakonsequenzen unter verschiedenen Ansätzen, die vor Ort bestimmt werden durch das, was vor Ort gegeben ist, biologisch, geologisch etc. und die Kleinkimmerta gegeben ist. Dankeschön. Auch das heißt Agrarökologie. Vielen, vielen Dank. Franz Theo Gottwald, Stefan Schmitz, Abram Brixler auf dem Weg zum Flughafen und Sarah Schneider. Ganz, ganz vielen Dank. Ganz vielen Dank auch an den Übersetzer und an die Übersetzerin und an die Technik. Das hat ja alles super geklappt. Vielen Dank. Und zum Schlusswort möchte ich gerne das Jan Urhörn von Inkota geben für das ganze Netzwerk, denn die haben uns hier alle zusammengebracht und wir haben einen Dialog gestartet, der hier noch nicht zu Ende ist. So viel könnte ich mal vom Podium weitergeben. Nee, der Dialog ist bestimmt nicht vorbei. Und wenn ich Sie alle mitnehmen darf, eine Zeitreise letztes Jahr, genau zur Grünen Woche, saßen wir schon mal hier. Da haben wir auch über Agrarökologie gesprochen. Da war es noch ganz viel so, was ist denn eigentlich überhaupt Agrarökologie? Wie wollen wir es definieren und so weiter und so fort. Heute sind wir hier und streiten uns darüber, wie setzen wir es um. Ich würde sagen, wir sind innerhalb dieses einen Jahres schon einen guten Schritt vorangekommen und vielleicht machen wir daraus einfach eine Reihe und nächstes Jahr im Januar treffen wir uns wieder hier und dann gucken wir mal in dieses Positionspapier rein. Da stehen ganz viele Aufgaben, die wir der Bundesregierung ins Hausaufgabenheft reingeschrieben haben und gucken da mal, was haben wir in einem Jahr erreicht. In der Zwischenzeit werden natürlich die Diskussionen weitergehen und ich finde auch dieses Angebot von Herrn Schmitz, nochmal sich ein bisschen stärker mit Agra auseinanderzusetzen, auch öffentlich damit auseinanderzusetzen und was sind da die Mythen, was ist es nicht, was ist die zivilgesellschaftliche Perspektive darauf, was vielleicht auch die Perspektive des BMZ, finde ich durchaus ganz interessant und natürlich sind wir auch ganz gespannt auf die Ergebnisse dieser Studie, wo man sich mal anguckt, inwiefern macht das BMZ Agrarökologie oder nicht oder auch gerne mal die SEWO unter agrarökologischen Elementen anschauen, wie es denn damit aussieht. Zu guter Letzt möchte ich Sie alle einladen, dieses Papier mitzunehmen und alle anderen Papiere, die da draußen liegen, natürlich auch. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass Sie alle so zahlreich heute Abend hier waren und für die doch wirklich sehr couragierte Diskussion. Und wir wissen, glaube ich, auch alle, die Agrarwende wird nicht hier auf irgendeinem Podium entschieden, sondern die Agrarwende wird auf der Straße entschieden. Deshalb fühlt ihr euch alle morgen herzlich eingeladen zur 9. Wir haben eine Satt-Demo um 12 Uhr am Brandenburger Tor. Wir haben hier noch mehr auf der Liste. Dauert 10 Sekunden. Also die Demo ist das eine. Danach gibt es Soup und Talk wieder hier in der Böll-Stiftung. Da wird inhaltlich noch mal weiter diskutiert nach der Demonstration. Und nächsten Montag auf der Grünen Woche wird eine Studie vorgestellt, die Leistung des Ökolandbau. Das geht sehr nah an die Agrarökologie heran. Und zwar vom Thünen-Institut auf der Internationalen Grünen Woche. Es lohnt sich, weil da hilfreiche Fakten vorgestellt werden. Und im Kino Hackischer Hof läuft der Film Unser Saatgut. Film und Diskussion Montag 20 Uhr, also wer nach der
Demo noch kann, kriegt da noch mal mehr Input. Also Sie haben viel zu tun. Helfen Sie mit, die Agrarökologie abzuscalen. Vielen Dank. Jetzt aber.